Ja, moin, liebe geneigte Besenwagengemeinde. Zurück aus der Sonne, da wo sie nicht scheint, sind deine Besenwagenfahrer heute im normalen Fahrplan zurück. Zurück, um dich ins Ziel zu bringen. Einer ist im Karnevals-Warm-up, die anderen beiden nicht. Und ich bin gespannt, wie das unser heutiger Gast hält, denn der ist auch ein echter Rheinländer. Der Besenwagen fährt nach Rohndorf, zum dritten Mitglied des berüchtigten Radsportclans. Wir begrüßen dich aber erstmal in dem Bus, in dem es nicht heißt, bitte nicht mit dem Fahrer sprechen. Mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss. Und meiner Andi Stauf. Und der Basti hat seine Stimme fast verloren, gerade beim Einsprechen. Ja, es ist immer noch Guanche Aftermath. Ja. Man kann dann auch direkt sagen, dass er Kölner ist, weil sonst ist der Karneval ja auch im Rest von Deutschland zu vernachlässigen. Ja, also hier findet das, ja, also hier findet das gar nicht statt. Also Berlin ist doch das ganze Jahr also, über Karneval. Nee, aber das stimmt, wenn ich euch ja nicht kennen würde, würde ich es gar nicht mitbekommen. Aber man muss ja auch sagen, es sitzen ja hier im Besenwagen, es wird ja, glaube ich, allgemein so wahrgenommen, als wären Andi und ich Kölner und du Berliner. Aber man kann sich ja mal outen, hier sitzen hier ein Berliner, ein Kölner und ein Franke. Wir sind ja sehr divers hier. Nee, du bist eigentlich, nee, du, ich würde es noch viel krasser bei dir sagen, du bist eigentlich Bayer. Du bist eigentlich, ja, du bist eigentlich, eigentlich bist du Söder. Also, die einen sagen Bayern, die anderen sagen Offenbacher. Ja. Ich bin so das Feature daraus, aus Bayern und Offenbach. Jo, eine kleine Empfehlung vorweg, ich habe es ihm versprochen, ein Besenwagenhörer hat mir die Woche ein YouTube-Video durchgeschickt, was er selber gebastelt hat und es ist wirklich ganz witzig, der Freund bzw. der YouTube-Account heißt Brinky Polkadot und wenn ihr Leute habt, die ihr von Radsport überzeugen wollt, die wirklich gar nichts damit zu tun haben, schickt denen mal das Video durch, weil da wird so in 10 Minuten die lustigsten Fun Fact aus dem Radsport erklärt und wie das eigentlich alles so zusammenspielt und das Ganze so ein bisschen in jugendlicher Sprache. Es ist ganz lustig. Zieht's euch rein. Sonst ist eigentlich nicht viel passiert, seit wir zurück sind. Andi hat noch Geburtstag nachgefeiert und ich konnte leider nicht auftauchen. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt. War gut? Ja, war schön. Köln steht noch. Köln steht noch, war auch entspanntes Beisammensein, war jetzt keine wilde Party. Diese Ausführung, entspanntes Beisammensein, ja. Das sagt man auch so ab 35. Ne? Wie alt bist du jetzt? Älter als 35, ja, warte mal, 37. Ey Basti, du bist 40 dieses Jahr, oder? Ich werde 40 dieses Jahr. Alter Schwede, ey. Der Boomer-Podcast können wir dann umnennen so langsam. Ja, nee, also ich finde, das dürfen wir erst frühestens ab 45, also haben wir noch ein paar Jahre. Also ich finde, vorher sind wir, wir werden ja auch gerade immer jünger. Also ich meine, du siehst gerade ein bisschen aus wie ein trockener Sido, Andi. Also Sido, okay. Ja. Ich wollte es auch gerade sagen. Aber wie ein Trockner, der gerade nicht irgendeiner Sucht verfallen ist. Und Basti sieht halt nicht aus, wenn er bald 40 wird. Weil bei Basti ist, glaube ich, auch gerade so umgekehrt. Irgendwann, wie wir uns halt auch kleiden, ne? Das ist halt auch nicht, wie sich, glaube ich, gut, wir sind auch hängen geblieben. Ich kann das vielleicht nochmal als Fazit mit einer Weisheit von meinem Stiefvater abschließen, der damit absolut recht hat. Man ist immer nur so alt, wie man sich anfühlt. Wie man sich anfühlt. Ja gut, aber das ist auch, ja. Ja gut, du bist 16, ne? Was sag ich da? Immer noch schön geschmeidiger Haut. Den 16-jährigen Paul Voss, den würde ich auch gerne mal sehen. Ja, hast du ja. Also ich meine, Fotos gibt es ja ausreichend, zumindest um die Zeit herum. Von daher. Ja, aber auch immer nur in Radtrikots. Ja, aber ohne Radtrikot sah auch nicht viel anders aus. Also da war halt die Klamotten passend zur Frisur. Von der ganzen Rest ja vorstellen. Ja gut. Wollen wir mal in Radsport-Corner gehen? Ja, genau. Ja. Okay, Presse-Update. Erstes Thema hier auf der Agenda. Update-Fall Hessmann. Ich kann euch nicht sagen, in welcher Folge vor einigen Monaten hatten wir schon mal ein relativ ausführliches Update, als der vermeintliche Doping-Fall Michel Hessmann aufgetreten ist. Und ich hatte da schon mal so ein bisschen durchrecherchiert und
die klaren Fakten dargelegt, welches Medikament ist es, zu welchem Zeitpunkt, welche Sperre droht ihm, wie geht das Ganze weiter. Es ist jetzt relativ unterm Radar gelaufen die ganze Zeit, aber im Hintergrund ist natürlich viel passiert. Michael Hessmann wird von einem Anwalt vertreten, das Ganze gegenüber der NADA, und jeder Dopingfall dieser Art wird in Deutschland auch strafrechtlich verfolgt. Und die neuesten Entwicklungen bzw. der aktuelle Stand der Dinge ist, dass die Staatsanwaltschaft den Fall fallen gelassen hat. Spätestens jetzt nach öffentlich werden bzw. nach Einreichung eines Gutachtens, das auch die NADA mit angestrengt hat. Der Gutachter, der auch ein Experte auf diesem Gebiet ist, hat im Endeffekt dargelegt, ich drücke das jetzt in meinen Worten aus, dass die Konzentration des Medikaments, das Medikament heißt Chlortalidon, ist ein Diuretikum. Ich erkläre es nochmal für diejenigen, die nicht mitbekommen haben, was das ist. Ein Diuretikum ist ein Entwässerungsmittel in einfachen Worten, und es wird im Sport als Dopingmittel benutzt, entweder in Sportarten, wo ich mein Gewicht niedrig halten muss vor dem Wettkampf, wie Ringen, wo ich mein Gewicht am Tag des Wettkampfs oder am Tag vorher auf ein bestimmtes Mindestmaß oder Höchstmaß bringen muss, kann ich natürlich über ein Entwässerungsmittel nochmal 2-3 Kilo verlieren, ist aber verboten. Oder ich habe irgendein härteres Dopingmittel genommen und versuche das schnell aus meinem Körper zu schwemmen, also als Maskierungsmittel. Im Radsport wäre das Maskierungsmittel dasjenige, worauf es hinausläuft, wenn ich ein Diuretikum nachgewiesen bekomme in meinem Körper. Und im Falle des Chlortalidons hatte ich damals schon gesagt, ohne das Mittel zu benennen, dass es in der Gruppe der Diuretika dasjenige ist, das am längsten im Körper nachweisbar wäre. Und das ist eben da schon relativ früh einer der Fakten gewesen, warum der Fall komisch ist. Warum sollte ich, wenn ich ein Doping maskieren wollte, ein Mittel benutzen, das sehr lange im Körper nachweisbar und auch verboten ist? Das war einer der Sachen, die schon damals komisch waren. Der Gutachter hat nun ermittelt, dass der Grenzwert oder der Wert der Konzentration des Mittels in Michael Hessmanns Blut sehr niedrig war. Und das mal in Verhältnis gesetzt, die WADA hat eine Gruppe von Diuretika definiert, das sind 6 Mittel, für die ein Grenzwert von 20 Nanogramm gilt, pro, ich kann es gar nicht sagen, Nanogramm pro Liter oder was, oder pro was auch immer, müsst ihr euch nochmal, am besten in dem Artikel in der Süddeutschen, der am Wochenende rausgekommen ist, nachlesen. Da steht das nämlich alles nochmal sehr genau protokolliert. Dieses Chlortalidon ist nicht unter diesen 6 Mitteln definiert. Das bedeutet, es hat diesen Grenzwert nicht. Michael Hessmanns Konzentration ist knapp unter diesem Grenzwert. Also hätte er ein Diuretikum dieser 6 definierten Mittel in seinem Körper nachgewiesen bekommen, wäre er jetzt nicht positiv getestet worden. Denn Diuretika, so ist es auch in diesem Gutachten nachzulesen oder auch in der Historie von verfolgten Dopingfällen bei der WADA zu entnehmen ist, sind Medikamente, die relativ oft als Kontamination in anderen Medikamenten oder Stoffen nachgewiesen werden können. Also als normaler Mensch hat man mit sowas nichts zu tun, aber als Sportler hat man anscheinend relativ häufig die Gefahr, ein Diuretikum in irgendeinem Nahrungsmittel oder Medikament zufällig mit einzunehmen. Und deswegen wurde dieser Grenzwert der 6 Diuretika festgelegt auf diese 20 Nanogramm. Und wenn ich da nicht drüber bin, dann wird es gar nicht aufgenommen. Gut, Chlortalidon ist da nicht drunter. Und der Gutachter hat jetzt wohl festgestellt, beziehungsweise als seine eigene Meinung in diesem Gutachten protokolliert, dass es eigentlich Quatsch ist, überhaupt Diuretika nicht in diese Gruppe mit aufzunehmen, weil alle gleich wirken und kein Unterschied besteht.
In dem Gutachten ist im Endeffekt als Fazit definiert, dass diese Konzentration dieses Medikaments nicht als irgendeine Form der Wettkampfmanipulation zu deuten ist. Dahingehend hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren fallen gelassen. Insofern kann man schon mal sagen, Michel muss nicht in den Knast. Jetzt liegt es bei der NADA als weisende Instanz, diesen Fall letztendlich zu beurteilen. Und soweit ich weiß, beziehungsweise jetzt der Stand ist, muss die NADA nun A für sich selbst, B natürlich für den Sport allgemein entscheiden. Und ich denke, es werden Gespräche mit der WADA geführt, wie man da jetzt den Fall letztgehend entscheidet. Die WADA hat schon ein Statement abgegeben, kann man auch in diesem Süddeutschen Artikel lesen, dass sie klar sagt, was nicht unter diesen sechs bezeichneten Diuretika ist, wird als kein Grenzwert beurteilt, also wäre es ein Positivbefund. Der Gutachter sagt in seinem Gutachten klar, es ist kein Positivbefund und jetzt ist die Zwickmühle da. Und wir können gespannt sein, wie das Ganze ausgeht. Mhm. Ja, schon. Ja, immerhin kein Knast. Ne? Kein Knast, genau. Ja, also nochmal zur klaren Verdeutlichung der Umstände. Michel Hessmann wurde sofort nach Bekanntwerden des positiven Tests von Jumbo Visma damals noch aus dem Rennbetrieb genommen. Das ist wohl eine Maßnahme des bestehenden Anti-Doping-Codes, der im Radsport besteht. Er wäre mit diesem Befund des Chlortalidons theoretisch nicht gesperrt. Er dürfte von NADA und WADA-Seite aus weiter an Wettkämpfen teilnehmen, aber im Radsport hat man sich dazu bekannt, positiv gewordene Fälle direkt aus dem Rennbetrieb zu nehmen. Michel hat noch Vertrag bis Ende des Jahres und wir haben gerade im Vorfeld schon hier ein bisschen diskutiert. Sollte sich die NADA entscheiden, diesen Fall nicht zu sanktionieren, was mich persönlich freuen würde, ist meine eigene Meinung dazu, aber alle faktischen Umstände deuten eben darauf hin, dass es kein Dopingvergehen war, wäre das natürlich schön, noch innerhalb dieses Jahres, sodass Michel nochmal innerhalb seines Vertrages zum Einsatz kommen würde. Würde dieser Vertrag auslaufen, bevor diese Entscheidung gefallen ist, wäre es, glaube ich, wirklich schwer, wieder in den Rennbetrieb kommen zu können. Ja, glaube ich auch. Also, ja, das ist jetzt, sind jetzt irgendwie so ein paar Monate, ne, die da entscheidend sind, muss man natürlich schon sagen. Hoffen wir mal, dass es zum Guten für ihn ausgeht. Ja. Ich glaube, mehr kann man nicht sagen. Und wenn es dazu News gibt, hört ihr es hier eh als erstes. Ja. Und dann genau. Und dann haben wir ihn sicherlich auch exklusiv bei uns im Podcast. Ja, schauen wir mal. Hast du einen Vertrag gemacht, Paul? Ne? Ja. Exklusiv, ja. Junge, da müssen wir einige Scheine rüberwachsen lassen. Die Bild steht schon in der Schlange. Ja, weil die Bild eine Schlange ist, deswegen nur. Das war ein gutes Fazit dazu. Alright. Jetzt können wir endlich weiter zu dem, was wir letzte Woche schon besprechen wollten. Red Bull Bora. Die Startlöcher sind freigegeben. Der Startschuss ist gefallen. Ich habe noch das Pressestatement auf der Bora-Seite gelesen, aber da steht ja einfach gar nichts drauf, leider. Ich dachte, da kommt jetzt Natürlich nicht. Kommen jetzt Infos. Also ich glaube mal, wir hatten ja eh schon viel spekuliert, ich glaube, man kann einfach nur abwarten, ne? Also wie das Team denn heißen will, ob es jetzt dann irgendwie Red Bull, Hans Grohe, Red Bull Bora. Also das, was noch gefehlt hat. RB Raubling. Ja. Ja, hoffentlich kriegen sie neue Trikots. Nee, ich finde, das ist jetzt schon so in Ordnung. Das, passt neue schon. Helme. Wo meinst du, kriegen alle einen Red Bull Helm? Ja, das weiß ich schon. Nicht. Ich glaube, weil das ist ja,
so Red Bull-Helm ist ja so eine Auszeichnung schon fast, ne? Also ich glaube, damit verwässern die das ja, wenn auf einmal jeder so einen Red Bull-Helm da aufhat. Also wenn ich mir ein ganzes Team kaufen würde, würde ich den schon allen Red Bull-Helm geben. Ja, weiß ich nicht. Ja, denkt ihr, zur Tour de France kommt der neue Design-Knall oder erst 2025? Ich glaube, zur Tour wird also schon ich spätestens geben. Zur Tour. Ja. Wenn sie da mit in den Namen oder aufs Trikot drauf. Ich weiß gar nicht, wie aktuell die UCI-Regeln sind. Ich glaube, einmal im Jahr darfst du das Trikot ändern, ne? Nee, du darfst es, ich habe es letztens erst gelesen, es gibt eigentlich kein Limit, wie oft du das darfst. Das ist einfach nur, du hast diese Deadline im Dezember, glaube ich, wo spätestens das komplette Design einmal abgesegnet werden muss mit Sponsorplatzierungen, UCI-Logo und so weiter, dass alles an seinem Platz ist und die das Design haben. Und danach darfst du zu jedem Zeitpunkt eigentlich ein neues Design einsenden. Es muss nur immer wieder abgenommen werden und als Zusatz steht dazu in den Regularien, dass du halt diesen Prozess dann abwarten musst, bis es abgenommen ist. Okay. Und wie das dann mit Sondertrikots für bestimmte Veranstaltungen ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil das ist ja in letzter Zeit der Klassiker, zum Giro oder zur Tour einfach ein anderes Trikot zu fahren. Mhm. Ja, deswegen dachte ich immer, es wäre auch irgendwie beschränkt, aber gut. Ja, wir bleiben im Big Money-Bereich und gehen mal in die Emirate. Ich habe gelesen, UAE hat Demi Vollering 1 Million angeboten pro Jahr. Also ist es pro Jahr oder ist es, um sie quasi einen Vertrag zu kaufen? Ich glaube pro Jahr. Ja, also zumindest wird mit dieser Zahl normalerweise im Radsport. Also ich glaube ja auch, dass, also ich glaube, es kann Andi am besten einschätzen, aber dass halt einige Frauen sich auch so in diese Richtung von Männern bewegen werden. Also jetzt natürlich nicht Pogacar, der, was kriegt der, 6 Millionen im Jahr, 5 Millionen, wie viel auch immer, in die Richtung nicht, aber dass jetzt die Frauen auch ganz schnell einen Wert haben werden von über 1 Million, oder? Also wahrscheinlich sogar eher Medienwert als rein leistungsmäßig. Also siehst du bei anderen Sportarten ja auch, dass das für einige da gut vorangeht. Ja, also kann schon sein, dass da Vollering so einen Wert generieren kann, auf jeden Fall. Gerade wenn so ein Team sie unbedingt haben will. Mhm. Wahrscheinlich hat sie jetzt gerade noch nicht so einen hohen Vertrag, aber ich denke mal so der nächste, wenn alles so weitergeht, geht schon so in die Richtung. Aber denkst du, dass so ein Vertrag möglich ist in einem Nicht-Team wie UAE es ist? Also jetzt bei einem sozusagen normalen Team. Also es ist natürlich ja, UAE auch ein normales Team, aber. Ich glaube schon. Da sind schon ein paar Teams, die gute Budgets haben und wo ja auch Firmen dahinter stehen, die dann auch so ein Budget nochmal extra freimachen können. Ne? Also ich denke mal, Specialized wird auch gerne weiter Demi Vollering als Athletin haben. Genauso wie vielleicht andere Radhersteller so eine Sportlerin gerne als Gesicht hätten. Von daher glaube ich schon, dass dann gerade so nochmal extra Budgets freigemacht werden könnten für so Ausnahmesportler. Ist ja bei den Männern ähnlich, dass da das Gehalt teilweise von Sponsoren mitgetragen wird und nicht nur von den Teams ausschließlich. Und in der Spitze haben sich die Gehälter bei den Frauen auf jeden Fall sehr stark nach oben entwickelt. Man muss sagen, in der Breite noch gar nicht. Ja, also kommt es auch so langsam, aber es sind natürlich immer noch welche dabei, die ganz wenig bis gar nichts verdienen. Jetzt nicht mehr in der Women's World Tour, aber da bei den meisten Rennen noch auch UCI Continental Teams der Frauen am Start stehen, ist da halt einfach auch ein Riesenunterschied. Ne? Das sollte in den nächsten Jahren auch sich verbessern mit Mindestgehältern und so weiter. Aber es ging auf jeden Fall sehr schnell, sagen wir mal so, in den letzten Jahren. Wobei, ich bin mir gar nicht sicher, also es gibt ja auch immer wieder so Gerüchte, da kann man auch nicht so viel drum geben, aber ich würde jetzt gar nicht sagen, dass noch nicht eine Frau so viel verdient hat. Also ich glaube gerade fällt mir der Name gerade nicht ein, französische Mountainbikerin, Prévost. Pauline Prévost. Pauline Prévost.
Ich meine, die war natürlich mit mehreren Disziplinen und mehreren Budgets dann verteilt, aber die hat, glaube ich, auch schon, oder war zumindest eine Zeit lang Gerüchte, also den Gerüchten zufolge, die Topverdienerin im Frauenreitsport. Aber was ich mich da in dem Zusammenhang frage, ist, ob Frauen, also ne, das ist jetzt wieder sehr Klischee, was ich sage, aber es ist halt einfach leider die Wahrheit, und das sieht man bei anderen Sportarten ja auch, dass bei Frauen natürlich dann auch immer, wie sie ab, also wie sie vom nicht auf dem Rad aussehen, schon auch relevant ist. Also ich meine, auch gerade als Marketingfigur, das braucht man, also das kann man natürlich kleinreden, aber es ist halt einfach die Realität und siehst du anderen Sportarten auch. Und da finde ich, dann können Frauen sogar noch eine andere Position einnehmen als Männer. Also, was ich meine, gerade abseits des Radsports kannst du, finde ich, eine Frau irgendwie auch noch besser positionieren und vermarkten als jetzt unbedingt einen Mann. Also ein Pogacar wird ja dafür bezahlt, dass er Radrennen gewinnt. Peter Sagan war nochmal irgendwie anders, aber so eine Wollering, die weiß ich halt auch zu kleiden und zu geben auf einem roten Teppich zum Beispiel. Weißt du, also so, ich finde, das spielt schon wahrscheinlich auch noch eine große Rolle am Ende. Also es gibt mit Sicherheit so Fälle, wo ich meine, das gibt es bei Männern auch. Ja, also gerade David Beckham zum Beispiel ist ja, glaube ich, das Paradebeispiel, wie man sich abseits des Sports noch vermarkten kann. Gibt es mit Sicherheit, wobei ich jetzt sagen würde, glaube, dass in der Spitze... Dazu gehört das äußere, also Top, Appeal gehört halt mit dazu. Einfach dann. Aber das Top, also die Top-Verdienerin wird wahrscheinlich auch immer die sein, die am schnellsten Rad fährt. Ich kann mir vorstellen, dass so eher in dem mittleren Bereich, dass da vielleicht eine Vermarktung abseits des Sports noch mit einfließt. Das würde ich jetzt gar nicht so auf die Äußerlichkeiten beschränken, weil die Frauen oft sich einfach viel besser, die haben oft einen besseren Bildungsstand zum Beispiel als die Männer im Radsport, sind da viel eloquenter, also du kannst sie natürlich auch, die sind ja viel besser als Markenbotschafter oft geeignet als die Kollegen aus der männlichen Abteilung. Von daher generieren die da halt auch in Wert, ne? Also nicht jetzt nur wegen Äußerlichkeit. Ja, ich habe es auch keine Bock, dass mir irgendwelche Leute irgendwie Sexismus jetzt hier vorwerfen. So war das auch gar nicht gemeint. Ich wollte einfach nur den Elefanten im Raum auch irgendwie benennen, weil du siehst es in anderen Sportarten auch und da spielt es eine Rolle. Und man braucht auch nicht immer so tun, als wenn das nicht der Fall ist, als wenn Firmen darauf nicht anspringen. Und ist ja klar bei den Männern am Ende auch so, aber ich finde, bei den Männern haben wir jetzt auch niemanden, der Felix Gall, der im Anzug, der Anzug gut aussieht. Und Sexiest Man wird doch immer Filippo Ganna gewählt. Ja, aber ich finde das schon, also das Thema hatten wir ja schon mal, ich finde das schon auch relevant, wie sich SportlerInnen, also beide Geschlechter, irgendwie auch geben, weg vom Rad, auf Veranstaltungen. Also wird, glaube ich, noch ein paar Jahrzehnte dauern, bis der Radsport auf so einer annähernden Bühne stattfindet, wie vielleicht irgendwie Fußball oder so, aber wo das dann auch relevant wird. Ganz ehrlich, es wäre schön, wenn einfach der Charakter der einzelnen Menschen da überhaupt mehr zum Tragen kommt. Da reden wir ja ganz oft drüber, dass die Menschen hinter diesen Radrobotern auch mehr rauskommen und mehr Öffentlichkeit bekommen und das Ganze dann auch irgendwo in Geld und Reichweite honoriert wird. Ja, genau. Wir arbeiten dran. Genau. Und, exklusiv. Die Emirate arbeiten auch weiterhin dran. Jetzt habe ich mal den ersten, ihr habt wahrscheinlich schon mehr dazu gelesen, aber den ersten ausführlichen Artikel zu dieser Saudi Cycling League gelesen. Ich weiß nicht, wie ich es finden soll, aber grundsätzlich alles, was ich da gelesen habe, ob es jetzt passieren wird oder nicht, klingt ja erstmal gut zu dem Thema, worüber wir uns ganz oft aufregen, nämlich, dass die ASO alle Macht und Geld und Bildrechte im Radsport für sich behält. Am Ende habe ich es so gelesen, dass eine neue Liga im Radsport entstehen soll, mit neuen, aber auch bestehenden Rennen, dass einige Teams sich an diesen Gesprächen beteiligen, unter anderem Jumbo, Lisa Bike und Ineos. Und dass das eben als ein Mittel dazu genutzt werden soll, ja, mehr die Teams mehr zu involvieren, auch was TV-Rechte
angeht. Wir hatten das Thema, glaube ich, letztens erst gerade, meinte Andi ja auch zu Recht, die Tour wird immer die Tour sein. Ist, also du stellst ja hin, wie du willst. Es ist dann ein Jahr vielleicht komisch, wenn dann Pogacar nicht mehr fährt, aber danach, man gewöhnt sich dran. Da gehe ich mit. Aber ich glaube auch, dass, du hattest auch dieses Beispiel im Fußball genannt, Andi, da gibt es ja jetzt diese Fußballliga jetzt, die auf einem kleineren Feld stattfindet und wie heißt es? Ja, gibt es in mehreren Ländern. Also Baller es League. Gibt die Kings League in Spanien, ja, oder Baller League hier in genau. Deutschland. Da gibt es auch noch eine zweite in Deutschland, da weiß ich gerade gar nicht, wie die heißt. Aber was ich halt, worauf ich hinaus will, ist halt einfach nur, ich glaube schon, dass du es schaffen könntest, wenn du das finanzielle Backing hast, da eine eigene League zu schaffen, die auch interessant ist, die sicherlich, die nicht mit der Tour konkurrieren kann, weil die Tour ist halt die Tour, aber halt eine Parallelwelt in Anführungsstrichen schaffen könnte, die lukrativer ist für die Teams. Und das heißt ja auch nicht, dass das, finde ich, zum Beispiel bei ARD oder ZDF laufen muss, so wie jetzt im Sommer die Tour, sondern vielleicht reicht es ja auch, wenn es dann... Nee, da wirst du schon bezahlen, wirst du schon für bezahlen müssen. Ja, genau, aber wenn es ein Streaming-Angebot gibt und es gibt attraktive Rennen, also es gibt ein, es passiert einfach was Schönes. Und dann, klar, es ist immer noch nicht die Tour, aber ich glaube schon, dass sowas funktionieren könnte, wenn es gut aufgebaut ist. Und das, was wir letztes Mal also das Thema noch ganz kurz ausführen, das Red Bull kommt jetzt rein und jetzt die Emirate wollen irgendwie rein oder der Nahe Osten. So, Saudi-Arabien, die gehören nicht zu den Emiraten. Ja, oder Saudi-Arabien, dass Radsport sich da jetzt, glaube ich, schon in relativ kurzer Zeit wandeln wird. Also es, dass mehr, also wenn diese Pläne aufgehen, dass da viel mehr Geld reinkommen wird. Auch nicht wieder auf alle, also es wird, denke ich, auch wir unten nicht ankommen. Ne, also das glaube ich nicht. Aber dass wir der Radsport schon anders nochmal, dass es sich anders positionieren wird in Teilen. Das glaube ich schon. Es braucht halt natürlich eine Initialzündung. Ich hoffe, es ist einfach ein Katalysator Richtung Entwicklung. Also die ASO zum Beispiel und der RCS, das wie gesagt die Veranstalter von Tour de France und mehreren anderen internationalen Rennen noch, also nicht nur in Frankreich. Und RCS ist das Pendant aus Italien, das in Giro veranstaltet. Die Vuelta wird übrigens auch von der ASO organisiert. Die haben sich dazu bisher noch nicht geäußert, aber ich fand, habe ich eben noch gelesen, interessant, dass zum Beispiel der Organisator oder dass die Organisation der ganzen belgischen Rennen anscheinend mit am Verhandlungstisch sitzen. Flandern also die, sind, die wären eventuell dann schon dabei. Ne, dann hat man eine Flandern-Rundfahrt, Gent-Wevelgem, ich weiß nicht, was da noch alles dazu gehört. Ich glaube, es gehört alles dazu, bis auf Lüttich. Nee, ich glaube, Gent-Wevelgem glaube ich nicht. Aber es gehört alles bis auf Lüttich und Roubaix, oder? Ja, Roubaix ist ja natürlich Frankreich, ASO. Ja. Aber es gibt noch ein großes Rennen in Belgien, was auf jeden Fall eigenständig organisiert wird. Aber auch egal. Mhm. Also sind auf jeden Fall die meisten großen Rennen sind schon dabei. Auch Cyclocross, also wird da veranstaltet und auch so Jedermann-Events halt, ne? So, da gibt es schon noch einiges, was die machen. Gravel auch, Paul. Oh yeah. Ich weiß nicht welches, aber. Nee, Flanders Classics macht die ganzen. Nee, also Golazzo macht die ganzen Gravel World Series Rennen. Und Flanders Classic macht, glaube ich. Nee, ich glaube, die machen gar nichts. Ich glaube, das ist alles Golazzo. Aber doch, die machen 4 Gravel Events. Flanders Gravel Series steht hier. Ja, keine Ahnung, was dazugehört. Auch ja. Relativ neu. Ja. Aber ja, ich finde es eine interessante Entwicklung. Und also ich meine, dass der Radsport mal irgendwie einen Wechsel, also nicht einen Wechsel, aber so ein bisschen so einen Input braucht, vielleicht auch eine Finanzspritze, um gewisse Dinge voranzutreiben. Das wissen wir alle. Ich hoffe mal, dass die da an den Tischen auch was Vernünftiges zusammenschustern. Was, ich bin gespannt, was letztendlich die UCI macht, um die World Tour zusammenzuhalten, weil also man weiß ja bisher, dass ich glaube 8 Teams sich zu diesem One Cycling zusammengeschlossen haben. Und worum es jetzt auch bei der Investition geht. Ich kann mir vorstellen, dass halt manche Teams sich dem nicht anschließen werden. Und wie kommen die dann noch zusammen, weißt du? Also unter welchem Schirm? Oder macht es dann auch wiederum Platz für mehr Teams, ja, die dann auch sich einfacher finanzieren können, wenn sie eben an TV-Geldern und so weiter beteiligt werden? Also wird es dann vielleicht nochmal so eine ganze Riege von Pro-Teams geben zum Beispiel, die so ein bisschen kleineres Budget haben, aber halt die Rennen auffüllen. Ne? Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass
das dann wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt nur so ist, okay, ihr als Team kommt jetzt hier rein, sondern da wird ja dann auch eine To-Do-List hinten dran stehen, was Vermarktung der Teams angeht, Kommunikation. Also ist ja alles, was wo der Radsport ja, sagen wir mal, bei 90% der Teams dann noch irgendwie in den 90er Jahren festhängt. Ja. Ich hoffe einfach, dass so durch ein paar Leute, die jetzt reinkommen, die man nicht unbedingt immer gut finden muss, ne? Also dass jetzt Saudi-Arabien da mit Geldern reinkommt, das ist jetzt irgendwie schon schöner, wenn das vielleicht eher aus europäischen Ländern kommen würde. Aber ist halt leider jetzt nicht so. Aber dass man da wenigstens das Beste dann daraus macht. So. Sagen wir aus menschenrechtskonformeren Ländern. Ja, genau. Und als dass man einfach so, dass der Radsport sich halt mal weiterentwickelt. Vor allem auch in der Kommunikation. Weil da muss man halt schon sagen, ey. Ich meine, mittlerweile, ist mir jetzt auch selber aufgefallen, alle fangen jetzt an, dass irgendwelche Kameraleute oder Kamerafrauen da durch die Gegend laufen bei den einzelnen Teams. Aber der Content sieht trotzdem immer noch scheiße aus. Die geben mehr Geld aus, aber jeder macht halt jetzt wieder das Gleiche, weißt du? Also das ist jetzt, der Mehrwert ist jetzt nicht unbedingt gestiegen. Und da hoffe ich mir mal, dass sich da auch was verändert. Ja. Eine Sache noch. Ich hätte gerne Lewis Hamilton im Radsport. So, der immer anders gestylt zum Radrennen kommt, weißt du, immer fresh. Und dann so Riesenskandal, geht weg von Mercedes zu Ferrari. Sowas hätte ich gerne. Das wäre geil. So ein bisschen Boulevard. Ja, das war Mario Cipollini früher, oder? Ja, gut, aber der hat dann irgendwann auch, der hat so einen leichten Drift genommen. Ja, gut, das kann Lewis Hamilton auch noch passieren. Ja gut, aber der hängt das mit Shakira ab. Also, weißt du, das ist schon nochmal andere Levels. Gut. Wer, Cipollini und Shakira, oder? Nein, Hamilton und Shakira. Hast du das nicht gelesen? Ich kann ihn auf den neuesten Stand bringen. Ich dachte, Shakira wäre immer noch mit dem Piquet zusammen. Nee. Der Piquet hat... Der hat übrigens diese erste von diesen Alternativ-Fußball-Ligen gegründet. Ja. Und in Deutschland sind das die ganzen Streamer, kann das sein? Nee, da stecken auch andere Leute hinter, aber da haben viele Streamer, sind da leider mit dabei. Ja. Okay, Basti. Streamer. Ja, es kommt jetzt eigentlich dein Thema. Cyclocross-WM war am Wochenende. Ach so. Wie erwartet, unspektakulär, aber Paul... Gut, dass deine Reaktion genauso ist gelangweilt, wie der wahrscheinlich meist der Zuschauer mittlerweile sein muss von dieser Sportart, wenn Mathieu van der Poel am Start steht. Ja, aber Finn van Empel bei den Frauen war ja genau das Gleiche. Die hat ja auch da einfach ihr Ding gemacht. Einfach überragende SportlerInnen. Aber bei Mathieu muss man halt das auch sagen, man weiß nicht, ob das vielleicht sogar sein letzter WM-Titel war. Ne? Also er hat ja öfters jetzt schon mal angedeutet, dass er sich eventuell mehr auf die Straße konzentriert. Auch langweilt. Ja, das ist auch langweilt. Aber er hat ja jetzt ja 6 Titel und ich glaube, der Rekord ist bei 7. Mhm. Ja, ich bin ja noch dafür, dass er ihn einstellt oder überholt. Ja, kann er auch in 5 Jahren kann er noch 2 gewinnen. Ja, das glaube ich eben nicht, um ehrlich zu sein. Aber was ich dann auch wieder interessant fand, gestern im Zusammenhang mit seinem Titel kam dann ja auch die News, dass er anscheinend seinen Vertrag verlängern wird. Der geht, glaube ich, bis Ende nächsten Jahres, also bis Ende 25. Und dass man ihn jetzt vorzeitig verlängern wird, um wieder ein paar Jahre. Dass er, denke ich mal, seine Karriere da beendet, wo er sie angefangen hat. Aber ich bin gespannt, was in Zukunft mit ihm passieren wird. Also weil der hat, also wenn du jetzt mal wirklich, der hat Radsport durchgespielt, ne? Also da ist jetzt... Ja gut, also Mountainbike lief noch nicht so gut bis jetzt. Ja, das stimmt, gerade zu Olympia und WM, aber da hat er auch Weltcups gewonnen und so, also der, klar, er hat jetzt nicht so und so viele Klassiker gewonnen, wie jetzt, keine Ahnung, ein Museo. So, oder aber jetzt stell mir vor, der würde jetzt sagen, okay, ja, ich hole noch einen WM-Titel im Cross, um das quasi einzustellen, Rekord. Ich glaube, das ist dem egal. Und dann macht Van Aert, ist so heiß drauf, dem das zu versauen, weißt du? wird er nochmal Weltmeister und dann musst du Van der Poel noch ein Jahr länger fahren. Ich glaube, Mathieu ist das echt egal. Also ich weiß nicht, ob er jetzt das Ziel hat, jetzt noch 3-mal Straßenweltmeister zu werden. Ich kann mir vorstellen, dass er versucht, noch mehr Klassiker zu schwer. Gehen. Nochmal. Also ich glaube, die 2 nächsten Weltmeisterschaften, die sind schon fast zu schwer, oder? Ja, aber vor allem, er wird ja auch älter, ne? Also ich weiß nicht, wie alt er jetzt ist. Aber du siehst ja gerade, was an den Leuten unten nachkommt. Das ist ja brutal. Davon wird sich ja auch der eine oder andere schnell entwickeln und
Ja, also ich hoffe ja... Ist ja auch gut so, ja, ne? Also ich persönlich hoffe ja, dass er, also Mathieu und Pogacar, die beiden sind, die versuchen, alle fünf Monumente zu gewinnen in ihrer Karriere. Also auch wirklich gezielt. Das hoffe ich wirklich, weil das uns spannende Rennen liefern, weil der eine auf einmal auf einem Terrain unterwegs ist, was ihm eigentlich nicht so liegt, und der andere genauso. Das würde ich persönlich so als Ziel mega geil finden, auch als Fan. Bei wem würdet ihr sagen, ist am realistischsten? Pogacar. Ich würde sagen, bei Mathieu. Weiß ich nicht. Also Lüttich würde ich ihm ja schon fast noch Lombardei zutrauen, aber Lombardei-Rundfahrt. Lombardei wird schwer. Lombardei ist aber auch schon, ist auch schon Top 10 gefahren, jetzt, oder? Glaube ich. Wenn man jetzt Top 10 und gewinnen, ist ja immer noch ein großer Unterschied. Wenn man jetzt Van Aert in so Tourform von vor 2 Jahren denkt, dann kann man sich das schon fast vorstellen. Der wird aber Schwierigkeiten haben, die Flandern-Rundfahrt zu gewinnen. Solange die anderen da mitfahren. Aber ich glaube auch schon fast Pogacar, oder? Ja. Der kann auch Roubaix gewinnen. Das wär geil. Aber ja, stimmt schon. Ist die Frage, ob er dafür den Raum hat, ne? Wenn er halt die Tour gewinnen will. Naja. Aber geil wäre es, weil ich meine, Gilbert hat es ja auch probiert. Aber ich finde, die beiden sind nochmal andere Persönlichkeiten, so in der öffentlichen Wahrnehmung. Und auch größere Stars. Es wäre cool, wenn sich daraus, die sind ja auch so halb befreundet. Also es ist ja auch irgendwie so cool, wenn die gegeneinander Radrennen fahren. Also fände ich jetzt als Fan schon cool, das so zu sehen die nächsten Jahre. So, als Übergang zu unserem Gast nochmal, ich warte schon die ganze Zeit drauf, geht's weiter mit der Rubrik Cycling Crime. Ich habe ja noch ein paar Fälle in der Hinterhand, aber dieses Jahr musstet ihr bis Februar warten. Und heute zu einem Fall, über den ich mich ganz besonders freue, weil ich A, ein paar Protagonisten kenne, B, es auch endlich mal ein Fall ist, über den man ein bisschen lachen kann und der nicht mit irgendwie Tod oder Doping oder Drogenhandel oder sowas zu tun hat. Wir wissen es nicht. Oder Gefängnis. Nicht, ja, stimmt. Ja, wir kommen in einen Bereich des Radsports zurück, der vielleicht auch schon so ein bisschen aus dem letzten Jahrhundert ist. Denn Radsport ist und bleibt ja auch immer so ein bisschen Entertainment. Es gibt nicht umsonst sowas wie die 6-Tage-Rennen auf der Bahn, was eigentlich ein riesen Rummelzirkus ist. Und auch auf der Straße gab es sowas früher vermehrt, gibt es aber heute immer noch. Und was ich meine, sind Nachtourkriterien. Nachtourkriterien sind eine Arena für die Fahrer, die sich bei der Tour de France Ruhm und Ehre verdient haben und da nochmal vor heimischem Publikum oder vor kleinerem Publikum um die Wette fahren, im Kreis fahren. Die Veranstalter bezahlen Top-Profis, dass sie sich da an den Start stellen, um einfach eine richtig gute Show abzuliefern. Und es gibt auch in Deutschland, ist natürlich in Frankreich und Benelux viel größer das Ganze, aber auch in Deutschland gibt es ein paar Nachtourkriterien. Ihr beide habt Geschichten aktuell daraus. Vielleicht, aber in Deutschland ist das schon auch eine Riesennummer gewesen, ne? Ja, voll also groß. Gerade noch so zu den goldenen Zeiten des deutschen Radsports. Könnt ihr ja gleich nochmal ausführen. Ich weiß gar nicht, was war da so? Hannover war so groß, ne? Nacht von Hannover. Ja. Ja, es geht auf jeden Fall um eins, was ihr beide definitiv schon gefahren seid. Auf jeden Fall nur nochmal zur Grundeinordnung. Es werden Top-Profis eingeladen, es fahren aber auch Amateure mit in diesen Rennen. Es ist ein Rundstreckenrennen, also ein Kriterium rund um die Mülltonne, rund um den Kirchplatz. Es ist meistens so ein bisschen fest außenrum. Und ich habe überlegt, ob ich hier den Weihnachtsmann die Hose ausziehen soll oder nicht. Aber ja, manche dieser Rennen sind komplett abgesprochen, manche nicht. Es ist aber eigentlich immer klar, dass die Top-Profis, die da sind, dass einer von denen auch gewinnen soll und zwei andere auf dem Treppchen stehen. Einfach, dass das monumentales Entertainment ist und die besten Fahrer, die sie ja definitiv sind, da auch dann als erst über die Ziellinie fahren. Als Zuschauer weiß man das trotzdem nicht so genau und die heutige Geschichte bestätigt das nochmal zu 100%. Denn Tour de Neuss 2016.
Ein guter Freund von mir, der steht dafür immer in der Siegerliste und das war nicht so vorgesehen. Cycling Crime par excellence, ein 18-jähriger Lokalmatador klaut Ruhm und Ehre von den angeheuerten Profis. Es geht um Dominik Bauer und ich habe hier heute auch ein paar O-Töne mit. Ja, also man trifft sich vor so einem Rennen, ihr könnt das gleich nochmal beschreiben, mit dem, weiß ich nicht, Rennveranstalter oder was auch immer oder mit den anderen Pros und dann wird so eine kleine Besprechung abgehalten, wie das Rennen so verlaufen soll. Und ja, besagter Dominik Bauer, 18 Jahre alt, der war da mit von der Partie in seinem ersten Männerjahr und es war sein Heimrennen, hat sich das Ganze ganz gut angehört und er durfte mit in die Spitzengruppe gehen, hat sich schon super gefreut. Ja, und kurz vor Schluss hat er halt gute Beine gehabt und es überkam ihn. Und dann können wir uns jetzt von Wagi mal anhören, wie der das wahrgenommen hat. Damals 2016, ja, da kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern. Weißt du, wie es ist? Gab es ja immer noch vorher eine Fahrerbesprechung und ich glaube, der Dominik Bauer heißt er. Der war da, glaube ich, damals nicht anwesend oder wusste noch gar nicht, wie das hier funktioniert in den Nachtourkriterien. Und Fakt ist, der Junge, der hat gut mitgearbeitet, hat gut mitgetreten. Und dann hat er, ich war ja dabei vorne in der Gruppe, dann hat er eine Kelle gegeben, sprintet an uns vorbei in der letzten Kurve, kommt da, glaube ich, mit 10, 15 Meter Vorsprung raus. Ne? Ich weiß gar nicht, wer da noch dabei war. Niki Arndt oder so noch, glaube ich. Oder Paul noch, oder ich weiß auch nicht, Sibi, André, keine Ahnung, zieht da vorbei. Und ich meine, der Sprecher, ich glaube, Stolli war das, die waren ja damals auch involviert. Ja, der sagte, und der hatte wahrscheinlich schon den Sieger auf den Lippen, den sie ihm davor schon gesagt haben, wer gewinnen sollte. Und dann kommt der Bauer da durchs Ziel. Aber wie gesagt, mit 20 Meter Vorsprung, weil der so einer eingeschenkt hat in der letzten Kurve. Ich musste ein bisschen feiern. Wie gesagt, war mir scheißegal. Alles cool. Ja, dann war der Drops gelutscht. Und ja, der eine hat sich ein bisschen aufgeregt. Der andere hat, glaube ich, auch selber gelacht. Wagi war einer von der Sorte. Und ich würde sagen, wir hören uns das jetzt nochmal von Dominik an. Hi Basti, yo, Tour de Neu, 2016, immer wieder ein geiles Thema. Ich war damals in meinem ersten Männerjahr und durfte dementsprechend bei den Profirennen am Start stehen. Natürlich war ich auch vorher bei der Vorbesprechung dabei, was ziemlich cool war. Ich durfte mit in die Spitzengruppe als Lokalmatador und es war so eine Hammerstimmung auf der Strecke. Also es waren so viele Zuschauer am Start und das hat mich einfach richtig gepackt und habe dann eine halbe Runde vor Schluss einfach attackiert und das Ding abgeschossen, was jetzt auch nicht mein Plan war. Aber ja, und im Ziel habe ich dann direkt eine Nackenschelle vom Profi von hinten bekommen und ja, musste da ein bisschen was einstecken von den Profis, die fanden das natürlich nicht cool. Aber ja, im Nachhinein habe ich echt ein gutes Feedback von den meisten bekommen und jetzt stehe ich auf der Siegerliste, ne? Ja, würde ich jetzt mal gerne wissen, wer da sich erlaubt hat, eine Nackenschelle zu verteilen. Das wäre jetzt eigentlich das Verbrechen an der ganzen Geschichte. Das kann ich dem oft erzählen. Ja, ich weiß gar nicht, ob er der Erste war, der das mal gemacht hat. Also ich bestimmt nicht. Ich meine, ich hätte da irgendwas so in Erinnerung, dass es schon mal vorgekommen ist. Zumindest, dass mal einer sich mit aufs Podium geschlichen hat oder einfach voll mit reingehalten hat, obwohl es eine Absprache gab. Also ja, die gibt es bei diesen Rennen oder gab es. Das war aber auch eigentlich so, dass jeder, der da am Start stand, ursprünglich mal Startgeld bekommen hat und damit dann auch jeder natürlich fein war. Irgendwann war das natürlich dann ja entweder aus vielleicht geizig, also war der Veranstalter zu geizig, alles zu bezahlen oder vielleicht auch weniger Budget. Also das kann natürlich auch sein, dass irgendwann die Budgets für diese Rennen kleiner wurden und dass dann eben nicht mehr alle mit ins Boot geholt wurden. Ne? Dann gab es immer nur eine Absprache unter denen, die dann halt da das Rennen machen sollten. Und das wurde dann so während dem Rennen so halb geregelt. Ja, dann haben sich halt so ein paar Profis vorne an die Spitze vom Feld gesetzt und haben eine Gruppe fahren lassen und das dann so ein bisschen kontrolliert. Und da hat sich dann meistens auch keiner der kleineren Fahrer getraut, dann irgendwie
da groß hinterher zu fahren, oder es konnten die auch nicht. Also manche von diesen halb abgesprochenen Rennen, die waren zwischenzeitlich dann auch doch richtig schnell. Und irgendwann kam das aber auch mal so in die Presse. Ja, da dachte, glaube ich, irgendjemand, ich weiß nicht mehr von welcher Zeitung, es kam auch im Fernsehen, den nächsten großen Skandal des Radsports aufgedeckt zu haben. Dabei wusste eigentlich ja auch, also ich sag mal, die Hälfte der Zuschauer mindestens weiß da Bescheid, ne? Die da am Straßenrand steht. Und in dem Jahr bin ich dann tatsächlich auch noch, also die meisten Rennen finden ja, wie gesagt, nach der Tour statt, deswegen auch nach Tourkriterien. Davon gab es aber auch immer welche, die schon vorher waren oder auch noch später im Jahr. Und ich bin mal irgendeins gefahren, relativ am Ende der Saison in Hamburg, ich weiß gar nicht, oder in einem Ort bei Hamburg. Und da stand, glaube ich, vom NDR so ein Kamerateam am Straßenrand auf einmal und der Veranstalter dann auch so, okay, also eigentlich wäre ja klar, dass wir das hier abgesprochen fahren, aber das können wir jetzt nicht machen, das Fernsehen ist hier und jetzt müssen wir voll ausfahren. An dem Tag hat es dann auch noch voll geregnet und ja, da haben sich einige Amateure natürlich berufen gefühlt, jetzt die Chance zu nutzen und sind Vollgas losgefahren mit auch entsprechendem Risiko. Und haben sich, glaube ich, zwei Fahrer relativ früh abgesetzt. Wir haben am Anfang vom Rennen noch so ein bisschen koordinativ, die koordinativen Fähigkeiten waren noch ein bisschen benebelt vom Abend vorher. Da war man in Hamburg noch ein bisschen länger unterwegs. Und ich habe dann, glaube ich, nachher noch den Sprint um Platz 3 gewonnen. Aber zwei Amateure sind weggefahren. Ich weiß gar nicht, wer der zweite war, aber ich meine, gewonnen hat das Rennen dann auch Grisha Janoschke, der dann nachher auch nochmal Profi bei NetApp war. Ja, aber da, ja, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das jetzt, also die werden wahrscheinlich jetzt immer noch abgesprochen sein, diese Rennen. Ja, wie ist die Prognose so für die Zukunft? Tour de Neust, aktuell, also letzte Ausgabe gewinnt in einem packenden Sprint Phil Bauhaus. Da fährt dann auch Roger Kluge im Europameistertrikot. Also ist auch ganz wild, was bei diesen Rennen ja, alles erlaubt ist. Ne? Ich kann ja nochmal die Siegerliste. Ist der Europameister auf der Bahn. Von 2016 vorlesen. Also Dominik Bauer auf der 1. Zweiter wird Nikas Arndt. Dritter wird Frank Schleck. Und vierter wird Emo Buchmann. Ich denke mal, das hätte das Podium vielleicht sein sollen. Welches Jahr ist das? Ja. 2016. Bin ich auch gefahren, glaube ich. Es kann schon sein, also ist auf jeden Fall nicht unter den Top 11. Die habe ich hier. Wagi ist 9. Knesi ist 7. Jascha Süterlin ist 6. Nee, ziemlich sicher habe ich 2016 auch gefahren. Also ich glaube, ursprünglich kam das Ganze natürlich mal, dass die Profis sich überhaupt da in den Start stellen und kein unnötiges Risiko haben, ja, weil die Saison natürlich nicht mit der Tour de France vorbei war, sondern eigentlich dann noch ein paar Monate weitergeht. Ich glaube, daher hat man da mit diesen Absprachen versucht, so ein bisschen Ordnung reinzubringen und trotzdem die eben Stars der Tour an lokale Rennen an den Start zu kriegen. Ja, irgendwie so ein bisschen weird auf jeden Fall, diese Veranstaltung immer. Paul, hast du noch eine Geschichte von Tour de Neuss? Ja, oder ich von einem weiteren. Ich habe 2015. Ich habe 2015 Tour de Neuss gewonnen und ich glaube, ich durfte. Ich weiß gar nicht, ob ich da gewinnen durfte, aber ich glaube, ich war sehr, sehr sauer auf bestimmte Fahrer und hab dann da so ein bisschen auch freigedreht auf jeden Fall. Also ich glaube, ich durfte nicht gewinnen. Ich glaube, das war so nicht. Das war mir dann auch egal. Ich glaube, ich durfte schon vorne sein, aber ich bin dann halt doch auch schnell gefahren. Aber man muss sagen, also normalerweise würden die Profis da auch trotzdem gewinnen. Also ja, Logo. Also wir haben ja eine der ersten Besenwagen-Folgen in Hürth mit Nils Polit aufgenommen, bei seinem Heim. Ist auch ein Nachtourkriterium, oder? Mhm. Aber nicht abgesprochen. Aber, ja, und Nils gewinnt da halt mit, der überrundet halt das Feld dreimal, wenn er will. Also so krass auch nicht, aber der muss sich dann auch schon richtig anstrengen. Mittlerweile gibt es vielleicht dann doch ein paar so Kriteriumsspezialisten mehr. Ich glaube, wenn jetzt der ESC Kempten da irgendwie am Start stehen würde, ja, gut, dann wäre das auch wäre es auch unangenehm. Ja, da gab es ja auch eins. Und da muss man auch noch von den Profis unterscheiden. Also ich glaube, ein Frank Schleck und ohne dem jetzt nahe treten zu wollen, Emo Buchmann, werden in so einer Konstellation dann wahrscheinlich ein bisschen benachteiligt auf einer Rundstrecke. Aber gut. Das ist sowas, so
so ein aber Überbleibsel ist aus dem alten Radsport. Gut, so wie, ist eine gute Geschichte. So wie Cyclocross auch. Ja gut, auf der Bahn. Das gibt es halt noch, aber... Auf der Bahn ist ja genauso. Interessiert eigentlich keinen mehr. Ah ja, jetzt willst du noch ein bisschen von der Bahn erzählen. Nee, also kriege ich wieder böse Nachrichten aus einer gewissen Ecke. Der Zirkus zieht weiter, ne? Aber gehört ja dazu. Der Zirkus zieht weiter nach Hohndorf. Ja. So, Besenwagen in südlichsten, ich weiß nicht, wo man die Grenze zieht, ich glaube schon hinter Hohndorf, Stadtteil von Köln, der noch angebaut ist, angekommen. Bei einem Mann, ja, der schon lang hier auf der Liste steht, wie der Rest der Familie. Wir klappern alle nacheinander ab und heben uns so Jahr für Jahr einen auf, hier einzuladen. Aber ja, Timto und Heutenberg, es war jetzt langsam unumgänglich, denn fulminanter Saisonstart, noch nicht World-Tour-Fahrer geworden dieses Jahr, aber in einem Devo-Team, eines World-Tour-Teams untergekommen. Teutenberg-Clan, wir hatten Ina Joko, die wahrscheinlich erfolgreichste aus eurer Familie, wird auch noch eine ganze Weile so bleiben, da musst du noch ein bisschen Gas geben. Deinen Vater hatten wir letztens und jetzt bist du dran und deine Schwester kommt hier auch noch rein in den Besenwagen, weiß die auch schon Bescheid. Herzlich willkommen, Timto und Teutenberg. Hi, ja, danke, dass ich hier sein kann. Gehofft, irgendwann mal dabei zu sein. So, ich glaube. Endlich alles erreicht. Und vor allem vor deiner Schwester. Genau, vor meiner Schwester. Nee. Aber obwohl ich noch keinen guten Vertrag unterschrieben habe, ja, cool dabei zu sein. So. Ich habe mal gleich eine Frage zum Anfang. Bist du wirklich 1,83? Ja, also ja. Warum? Ja, das sieht halt kleiner aus, wenn er so auf dem Fahrrad liegt. Ja, genau. Also ich war jetzt gerade erstaunt bei Posa Ingstadt, dass du so groß bist, weil du siehst so auf dem Rad eher aus, jetzt nicht so wie Fonsi, aber also irgendwo dazwischen auf jeden Fall. Aber gut. Er kann sich auf jeden Fall klein machen. Ja. Ich hab ähnlich unangenehm wie mit Basti, wenn man da versucht, Windschatten zu finden hinter Tim. Ich habe noch selten jemanden gehabt, der mir geglaubt hat, als er mich auf dem Rad gesehen hat, dass ich 1,83 bin. Also, kann ich schon verstehen. So, ich habe kurze Beine und dann sieht das immer noch krasser aus, irgendwie, wenn ich dann so mich klein mache. Also, Tim, ich habe gerade nochmal nachgerechnet, wenn du so 6 Rennen im Jahr gewinnen würdest, was ein guter Schnitt ist, musst du nur 20 Jahre Profi bleiben. Ja, so entspannt. Deine Tante einzuholen, was die Siege angeht. 42 noch Profi, aber dann noch 6 Rennen gewinnen, wird auch sportlich. Aber ja, kannst du ja auch ein paar Jahre ein bisschen mehr Gas geben, weißt du? Ja, das wäre auch okay. Aber ich habe jetzt direkt mal eine Frage, auch nochmal zur Körpergröße, aber wenn du sagst, kurze Beine, langen Oberkörper, hast du dann so einen Special-Vorbau? So wie Jonas Rutsch, der hat ja auch, was hat der, 200 Millimeter langen Vorbau dran? Also, ja, hätte ich gerne. Versuche immer das Längste zu kriegen, was es gibt. Das Problem ist auch, ich habe eigentlich noch voll die Oldschool-Position auf dem Rad. Mein Latte ist so fast Anschlag hinten bei der Radstütze. Und dann immer den längsten Vorbau, den es von der Firma gibt, vom Team. So ist jetzt gerade nur ein 140er. Ich hoffe vielleicht, dass der Trek irgendwie nochmal ein 150er, 160er rausbringt, weil ich eigentlich noch gerne länger sitzen würde. Alter Schilder, ey. Nice. Ja, ich glaube, Jonas Rutsch hat den längsten. Der hat, glaube ich, einen 60er. Das, wie sieht's so, an? Jonas Rutsch so längst, Folge, der hat einen 60er. Hat er. 16er Vorbau. Sorry, nicht 60er. Ja, aber ich glaube, also da kommen bestimmt aber jetzt auch noch mehr. Also ich kenne auch einen Belgier, der hat jetzt auch einen 160er, glaube ich, der von der Bahn. Und der hat jetzt auch auf der Straße einen 160er. Jo, ey, lass Tim mal ein bisschen einordnen hier. Ich habe jetzt nicht die, natürlich nicht die Palmarès rausgeschrieben, aber du bist jetzt im letzten Jahr U23, oder? Ja. Also im vierten U23-Jahr hast dieses Jahr angeheuert bei Lidl Trek Devo, das heißt irgendwie Future Racing oder so, das Team. Genau, Future Mann. Und bist vorher 3 Jahre im Team Leopard KT gefahren. Aber ich denke, alle hier und vor allem Andi können mal kurz sagen, woher, wie lange wir Tim schon kennen, beziehungsweise woher und mit welchen Ereignissen wir ihn verbinden. Also für
mich bist du auf jeden Fall der gewesen, der meine Elite-Amateur-Rundstrecken-Freunde regelmäßig zur Weißglut gebracht hat, sobald du in der Elite-Klasse mitgefahren bist. So, das war jetzt meine erste Wahrnehmung von dir und natürlich wusste ich, aus welchem Hause du kommst. Aber ja, die sind auf jeden Fall, glaube ich, froh, dich nicht mehr ganz so oft auf der Kölner NRW-Rundstrecke zu finden jetzt demnächst. Ich bin gestern noch mit Lennart Klein trainieren gefahren und habe mich schon gefragt, ob ich dieses Jahr hoffentlich nicht in Longerich dabei bin. Boah, also ich weiß, wusste gar nicht, wann ich Tim das erste Mal gesehen habe. Da war er wahrscheinlich noch sehr klein. Also als ich dann Amateurfahrer wurde oder beziehungsweise aus den Juniorenklassen rausgekommen bin, da bin ich ja mit seinem Vater noch zusammen auf der Rundstrecke gefahren. Das kann so jetzt 2006, auch immer noch passieren. 2007. Könnte auch immer noch passieren. Ja, aber da warst du halt, keine Ahnung, 4, 5 Jahre alt. Da habe ich dich wahrscheinlich irgendwann dann schon mal gesehen. Paul, irgendwelche Berührungspunkte? Gar nicht, Mann. Also ich kenne ihn über seinen Vater und über die Schwester. Also derzeit Zusammenhang. Aber ich glaube, ich habe Tim noch nie in echt gesehen. Also deswegen, krass. Also deswegen auch jetzt mit in der Größe. Echt? So, das ist halt, ich habe mich noch nie aufrecht gesehen. Und auch auf Fotos. Von daher, nee, gar keine Berührungspunkte. Aber das ist eine, also NRW-Rundstrecke, es ist ja, es geht ja nicht weiter weg von dem, wo ich mich bewegt habe und bewege und wo ich auch wohne. Also ich weiß nicht, ob Tim schon mal quasi über die Grenze gefahren ist. Ah, ich war schon öfters mal in Frankfurt oder. Ah, stimmt, als Bahnfahrer, klar. Aber auf der Straße bist du hier drüben schon mal. Boah, ich glaube, ich bin letztes Jahr bin ich Sachsenring gefahren, aber es war auch das erste Mal. Und sonst glaube ich noch nie. Also das einzige Radrennen war sonst irgendwie Gentin. Ja, okay, deutsche Mannschaftszeit fahren, aber ja. Ich glaube, ja, sonst wir haben uns vielleicht ein, zwei Mal irgendwo beim Rennen, wo du auch vielleicht da warst, gesehen, aber sonst so, glaube ich, noch nie unterhalten, ja. Nee. Ja, zusammenfassend jetzt mal deine U23-Zeit, die sich ja jetzt da bei Lidl Track zur Spitze kulminiert hat. Eigentlich krass, wenn man so die Jahre durchgeht, wie viele Top-10-Resultate du da immer gefahren bist. Vor allem schon so 21 und 22. Und letztes Jahr dann ja erstmal ja, zweiter deutsche Meisterschaft natürlich im Zeitfahren. aber richtig starke Weltmeisterschaft gefahren mit Pech hinten raus. Können wir, glaube ich, gleich nochmal erzählen. Und das Ganze findet seinen Höhepunkt dann dieses Jahr, wo du jetzt 3 Rennen in Spanien mit extrem starker Konkurrenz fährst. Also für jeden, der jetzt keine Ahnung hat, wie Tim so drauf ist, der hat 3 Rennen dieses Jahr in der Statistik stehen, ist auch noch nicht mehr gefahren und ist in Profikonkurrenz jetzt 3., 7. und 4. geworden. Klassiker Comunidad Valenciana, 3. Und bei 2 Rennen der Mallorca Challenge 7. und 4. in den Sprintankünften. Und ich glaube, wenn du als Neoprofi, bist ja noch gar nicht Neoprofi, als KT-Fahrer bei den Profis antrittst und wirst in 3 Rennen 3-mal Top 10, da kann sich jetzt jeder ausrechnen, dass das wahrscheinlich gut laufen wird mit dem Profivertrag nächstes Jahr. Aber du bist auf jeden Fall auch so, also bei dir Top 5 Platzierungen sind auch relativ viele, kann das sein. Aber Sieg ist noch kein da, ne? Beim UCI-Rennen? Nee, ganz ich auch nicht 2., 3., 4. Ja. Also, das, ich will damit jetzt nicht irgendwas abschwächen, aber ich finde es krass, wie oft du einfach vorne bist. Also, das ist schon brutal. Aber vor allen Dingen, eins, was ich mit dir verbinde, ist, dass du, glaube ich, es gibt so ganz wenige Fahrer. Es gab so Adam Blythe, den habe ich so im Kopf, und dann Tim Thun Teutenberg, die, wenn es auf der Windkante ist und man denkt, der letzte Fahrer, der jetzt da gerade ist, der wird abgehängt, dann passiert das eben nicht. Also du bist auch so einer. Aber alle vor dir fallen irgendwann ab auf einer Kante oder sei es berghoch, wie auch immer. Aber du bist dann immer wieder irgendwie dann doch noch letzter. Bei der WM war das so, also ich habe dich immer vor Augen als letzter Fahrer in der Gruppe, der nicht abgehängt wird, aber über mehrere Stunden. Ja, also du kannst, so, das fühlst wenn du ich dann immer so klein mache, dann kann ich ganz gut so effizient hinten drauf fahren. Und ich bin so, wenn man oft genug in der Niederlande fährt, lernst du irgendwann ziemlich nah an der Grasnarbe zu fahren, auf der Kante.
Und dann mache ich mich da immer klein und dann kann ich auch letzte Position da gut. Und ich werde meistens nicht abgehangen. Also solange ich am Hinterrad bin, werde ich meistens nicht abgehangen. So, das geht eigentlich immer ganz gut. Genau, und ich weiß nicht, ob euch da irgendwie so Fahrer einfallen, aber für mich war es so Adam Live. Da habe ich auch so Bilder im Kopf, also Szenen im Kopf. Und bei dir ist genau das Gleiche. So einfach so ein Fahrer, der immer am Limit, also der entspannt am Limit quasi unterwegs ist auf der Grasnarbe. Und das finde ich schon krass, weil das ist schon eine Kunst für sich, ne? Also das muss man halt auch echt können. Du hast auch die Beine, um dann vorne mitzufahren, aber halt dann immer so ein letzte Posse zu fahren, das muss man auch können vom Kopf her. Also gerade bei der WM, beim WM-Kurs, die ist ja in Glasgow, also da hätte ich, glaube ich, hinten selber schon ein paar Mal Nervenzusammenbruch bekommen und du bist da halt irgendwie immer, keine Ahnung, hast es da irgendwie dann doch hinbekommen. Das fand ich schon ziemlich beeindruckend. So, obwohl es da wahrscheinlich gar nicht so gut war, immer viel hinten zu fahren. Aber manchmal passiert es. Also auch bei dem Kurs war es dann wahrscheinlich eher, weil es so hart war. So, da ich dann ein bisschen zurückgefahren bin. Aber ist das eine Taktik von dir im Allgemeinen, dass du so an die Rennen rangehst, immer so eher hinten entspannt, letzte Posse und dann dich so deinen Weg da bahnst? Ich versuche entweder eigentlich ganz vorne zu fahren oder ganz hinten. Vor allen Dingen bei so kleineren Rennen, wo man nochmal ein bisschen mehr reingehalten wird und wo Fahrer dabei sind, die vielleicht etwas weniger Radbeherrschung haben, versuche ich dann nicht so viel in der Mitte zu fahren, weil das geht meistens schief und also da passieren meistens irgendwelche Stürze, besonders bei so den Rennen Niederlande, Belgien. Und dann, ja, wenn es drauf ankommt, versuche ich eigentlich immer vorne zu sein oder bin eigentlich immer vorne, würde ich sagen. Und wenn ich weiß, okay, jetzt ist eh entspannt und ist jetzt egal, wo du eigentlich fährst, dann ja, fahre ich einfach hinten und unterhalte mich mit irgendjemandem. Erzähl kurz, wie dein U23-Weltmeisterschaftsrennen dann ausgegangen ist, kurz vor Schluss. Ja, das war, also eigentlich ging es hinten raus relativ gut bei mir. Und ich bin dann nochmal eingangs letzte Runde attackieren gegangen und war mit einem Franzosen und einem Spanier raus. Und dann an der vorletzten Steigung, 5 Kilometer vor Schluss, habe ich hochgeschaltet. Und dann ist mir die Kette zwischen Ritzel und Speichen gerutscht. Und ich stand da 2 Minuten und habe versucht, die Kette rauszuziehen. Und das hat nicht funktioniert, aber das Auto vom BDR war schon vorne, weil wir Moritz Kretschi in der Spitzengruppe hatten. Und dann musste ich auf die Gruppe oder aufs Feld warten, was hinter uns war, wo dann das neutrale Shimano-Auto war. Und die haben es aber auch nicht hingekriegt, die Kette rauszuholen. Und dann habe ich so ein nices Shimano-Rad gekriegt, was echt ein Highlight ist, kann ich jedem mal empfehlen zu fahren. Und das war dann irgendwie mit, im Gegensatz zu sonst, wo ich so mega lang sitze, sah ich dann mega kurz irgendwie gefühlt 50er Vorbau drauf gehabt. Und ich wusste nicht, ich habe erst nicht gecheckt, dann, dass ich den Sattel runterstellen kann und bin dann mit einem viel zu hohen Sattel auch noch gefahren. Und musste damit dann zu Ende fahren zum Schluss, bin dann aber nochmal so ganz Feld reingefahren und bin dann im Sprint noch Dritter geworden. Genau, für das Rad ging es eigentlich noch ganz gut. Aber war auf jeden Fall ein Highlight. Auf welchem Platz hättest du gelegen in der Gruppe, in der du warst, wo dir die Kette da reingerutscht ist? Wir sind noch um Platz 9 oder 10 gefahren. Also, und dann bin ich am Ende 17. geworden. So, also Top 10 wäre schon ganz cool gewesen. Na, hat ja zum Glück auch so geklappt. Ja, Tim weiß immer, wo man sein muss. Ob jetzt in welche Position man im Feld fahren muss oder wo man gut Kaffee und Kuchen bekommt. Aber das sind die wichtigsten Dinge. Das liegt auch so, glaube ich, ein bisschen in der Familie, weil als ich zum Beispiel in Glasgow. Das liegt an Köln. Dann noch irgendwo irgendwie so ein Kaffee. Nee, das war ja ganz woanders. Okay. In Glasgow so ganz irgendwie so ein Stadtteil, wo ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht gewohnt habe, sondern habe dann online ein bisschen geguckt, wo kriege ich hier einen guten Kaffee, spazier da rein und da sitzt dann schon Tims Schwester. So, auch völlig, sonst keine Radfahrer zu sehen, aber die wissen immer Bescheid, wo man guten Kaffee bekommt. Ja, aber was ich meine mit, das ist Kölner, dass es so Kölner DNA ist, also Radfahrer, die aus Köln kommen, dass die auf jeden Fall immer wissen, wo man guten Kaffee bekommt und Kuchen, oder? Also es ist so, für mich gehört das zusammen. Nee, da gibt es einfach generell ein paar Leute, die wissen, was gut ist und manche wissen das einfach nicht. Ja, also, nee, ich finde, bei Köln ist das schon auffällig. Also Juri Hollmann, finde ich, mit dem verbinde ich das auch komplett. Der ist auch so im
Google Maps Research Bereich, glaube ich, in seiner Freizeit und googelt schon, wo es hat verschiedene Suchbegriffe, wie er rausfindet. Der arbeitet für Google, der schickt mir Verbesserungsvorschläge. Er schreibt auch Bewertungen. Genau. Also, wenn man im Kölner Umkreis bei den Cafés manchmal guckt, dann findet man auch mal eine Bewertung von Juri Heumann. Ist mir auch schon aufgefallen. Oh, geil, Mann. Den kann man immer fragen, der hat mir auch auf Malle letztens schon wieder Tipps gegeben. Local Guide steht bei Juri Heumann. Aber der kennt echt im Umkreis hier echt gute Cafés, die irgendwie selbst die Leute, die aus Köln sind, eigentlich nicht kennen. Ja. Okay. Jetzt holen wir mal so ein bisschen aus. Es ist ja bei dir sehr speziell, wie du zum Radsport gekommen bist. Ja, ich frage, ob der Radsport irgendwie jemals nicht da war, irgendwie. Also. Ja. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich so einen Moment hatte, wo ich so zum Radsport gekommen bin, ne? Ich glaube, viel mehr. Was ist deine erste Erinnerung? Boah, kann ich. Schwierig. Also, ich glaube, von irgendeinem Radrennen sicherlich. Also, weil ich so, wo wir früher immer waren, dann beim Rennen, war so, bei den Sechstagerennen vor allem, auf der Bahn und dann so im Büttgen Sport in Mai und Six Day Night. Da war ich auf jeden Fall jedes Jahr und habe da meinem Vater zugeguckt. Aber so ein konkretes Event, wo ich so wirklich so das erste Mal so beim Radrennen war, weiß ich jetzt nicht mehr. Also, das war auch, da kann ich mich sicherlich nicht mehr dran erinnern, einfach weil ich da wahrscheinlich noch mega klein war. So. Aber ich glaube, wo ich gerade geboren war, bin ich mit meinen Eltern nach Amerika geflogen und mein Vater hat da Höhentrainingslager gemacht, also direkt all in gegangen. Direkt schon mal die Blutkörperchen. Bisschen gereizt. Und wann hast du angefangen mit Radfahren? Sport? Ich bin schon immer so ein bisschen gefahren, so erste Schrittrennen, was so ja, viele machen. Und dann so richtig angefangen habe ich, als ich 12 war, zweites Jahr 13, genau, NRW Schülercup, dann voll fokussiert drauf und versucht den zu gewinnen. So habe ich, glaube ich, sogar gewonnen am Ende. Genau, das war so. Da bin ich so voll in den Radsport eingestiegen, würde ich sagen. Vorher habe ich immer noch so relativ viele andere Sportarten auch gemacht. Wollte ich gerade fragen, was hast du denn noch gemacht außer Radfahren? Ich habe viel Fußball gespielt, also auch ich auf jeden Fall eine Zeit lang mehr, als ich Rad gefahren bin. Dann Leichtathletik habe ich eine Zeit lang gemacht und Parcours habe ich auch mal ausprobiert. Und ich weiß nicht, ob man das als Sportart, also da habe ich noch, das war in der Grundschule noch, habe ich mal Breakdance gemacht. Das passt aber auch zusammen, der Parcours und Breakdance ist schon artverwandt. Ja, genau. Aber ich weiß gar nicht. Hast du noch ein paar Moves drauf? Oder? Boah, ist schon ein paar Jahre her, ich glaube nicht. Also habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Gibt es da Fotos oder Videos, die wir haben können? Ich hoffe nicht. Aber jetzt die Frage, wenn du deinen ersten UCI-Sieg einfahren würdest, würdest du nach der Ziellinie einen Breakdance-Move machen? Also sich irgendwie so auf dem Kopf drehen oder irgendwas oder auf dem Rücken. Auf dem Podium, das könnte ja so richtig Signature. Mein Signature-Move dann. Tim Teutenberg. Nee, ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, da würde ich mir irgendwas anderes. Also ich finde so einen kreativen Jubel immer ganz gut auf jeden Fall. Aber ich glaube, da würde ich irgendwas anderes mir ausdenken als einen Breakdance-Move. Ja, wir wollen was sehen auf jeden Fall. Paul, du könntest jetzt eine gute Überleitung machen, weil Breakdance ist ja auch jetzt eine olympische Sportart ab dem Sommer. Danke, Andi. Wie schaut es mit Olympia aus auf der Bahn bei dir? So gehen wir mal ganz stumpf rüber. So. Ja, mal sehen. Also, wir haben ja Roger und Theo und ich glaube, wer die EM geguckt hat, hat gesehen, dass sie im Madison so ziemlich das Maß der Dinge sind. Und die sicherlich auf jeden Fall, also ich denke, die sind relativ safe, dass sie fahren. So wie die jetzt dieses Jahr schon wieder gefahren sind bei der EM und auch das letzte Jahr einfach bei allen Nations Cups und bei der EM auch gefahren sind, einfach sind die so gut, dass ich denke, die haben echt ziemlich gute Chancen, da auf jeden Fall eine Medaille zu holen. Und es ist jetzt so ein bisschen komplizierter auf der Bahn. Wir haben ja nur noch 4 Plätze für die Viererfahrer und die Massendisziplinsfahrer. Und deswegen muss man jetzt ein bisschen gucken, wer mitgenommen wird und wer nicht, wo halt die Chancen einfach am besten sind. Und ja, im Endeffekt liegt es ja an einem nur selber, ob man stark genug ist oder nicht, ob man da mitgenommen wird. Aber Für welche Disziplin wärst du dann
würdest du mitgenommen werden? Omnium. Und ja, wenn ich so Omnium fahre, dann muss ich auch im Vierer drin sein. Also dann, oder jeder, der auf der Bahn dann fährt, muss eigentlich auch im Vierer drin sein. Genau. Aber da ist jetzt ja, also, da gab es ja im BDR jetzt ja schon so ein Umdenken, oder? Also dass ja man jetzt merkt, dass die Massendisziplinen wahrscheinlicher sind bezüglich Medaillen, dass man dann jetzt nicht mehr so einen krassen Fokus auf den Vierer legt. Was ja in den letzten Jahren, oder letzten Olympischen Spielen ja so heftig war, immer Vierer, wo man weiß, Medaille wird echt. Also da muss schon sehr viel passieren, damit das überhaupt möglich ist. Und jetzt, wie du schon sagst, ich finde, Madison ist eine sehr, sehr realistische Chance auf eine Medaille. Und Omnium sind dann ja auch immer so ganz viele Faktoren. Aber das heißt ja, dass er quasi der Vierer würde dann ja eigentlich aus Massendisziplinenfahrern hauptsächlich bestehen, oder? Ja, genau. Also ja, wenn das so passieren würde, dass ich mitfahre und Roger und Theo, dann kann auch ein Viererfahrer und dann noch ein Ersatzfahrer mitkommen. So, dann wäre das, ja, Vierer mit Massendisziplinsfahrern, aber Theo ist ja auch normalerweise eben Vierer drin und bei der EM bin ich jetzt auch Vierer gefahren und das war jetzt nicht so, um das mal auszuprobieren, ich war einfach im Lehrgang, habe ich zu den Besseren gehört einfach und deswegen bin ich dann Vierer gefahren. So, also ich denke auch, also wenn wir mit Massendisziplinsfahrern fahren, können wir dann einen ziemlich guten Vierer anstatt stellen. Da muss man jetzt mal ein bisschen Kontext geben, also Tim fährt schon immer Bahn, ne? Also hast immer die beiden Disziplinen gemacht, Bahn und Straße, bist amtierender Europameister auch im Ausscheidungsfahren. Ja, ganz besondere Disziplin. Nee, ist schon wieder vorbei. Ah ja, war ja jetzt vor kurzem, ne? Also warst dann letztes Jahr Europameister und ja, ist so, ja, schon auch irgendwo, also jetzt hast du auf der Straße natürlich mittlerweile auch schon ganz gute Ergebnisse gesammelt, aber Bahn war so immer deine Paradedisziplin, oder? Ja, also bis jetzt, glaube ich, ja, war ich auf der Bahn besser immer als auf der Straße. So, also ist ja doch, glaube ich, auf der Bahn war es zumindest für mich einfacher, da mit der Weltspitze mitzufahren, bis jetzt als auf der Straße. So. Ja, also da gehörst du auf jeden Fall auf der Bahn dazu. Deswegen auch die Frage jetzt nach Olympia. Und ja, das wird schon nochmal interessant werden für dich dieses Jahr, ob das dann dieses Jahr klappt. Ansonsten bist du ja noch sehr jung, könntest, wenn du weiter dich auf der Bahn bewegen willst, natürlich noch ein paar Mal da mit am Start stehen, aber da gehe ich jetzt auch mal von aus, dass du die zwei Disziplinen auch weiterhin kombinieren willst, oder? Ist nicht einfach manchmal bei den Teams auf der Straße das so durchzubringen, aber eigentlich gibt es jetzt, denke ich, auch genug Teams, wo das irgendwie erlaubt wird. So, gibt ja auch, wenn man jetzt im Omnium guckt, so die ersten 10, 15 sind auch eigentlich alles in großen Straßenteams und da ich eigentlich nicht so viel Vierer fahre oder eigentlich kein Vierer fahre, bin ich ja, mache ich das meiste meiner Vorbereitung eher auf der Straße. Ich fahre dann irgendwie immer irgendwelche Rundfahrten vor den Bahnrennen und gehe dann nur zwei, drei Mal vorher auf die Bahn, bisschen Derny fahren hier in Büttgen und dann ist gut. Also das ist relativ gut kombinierbar, wenn man nur Massendisziplin fährt. Ist deine Schwester auch im Aufgebot oder hat die Möglichkeit zu mal nach Paris zu gehen oder ist ja, sie da schon? Ja, ich denke raus, schon, ja. Also wenn sie gut fährt, dann kann sie auch nach Paris fahren, obwohl der Vierer da natürlich nochmal stärker ist, würde ich sagen, als bei uns Männern. Ja. So, also die haben letztes Mal gewonnen und sind ja auch echt immer noch, haben gute Medaillenchancen, würde ich sagen. Also ich glaube, da ist der Fokus noch ein bisschen mehr auf den Vierer. Ja. Okay, zurück zur Straße vielleicht. Wie gesagt, 3 Jahre Team Leopard. Kannst ja mal kurz mit uns so ein bisschen durch deine U23 gehen. Ab wann war dir bewusst, dass es klappen könnte mit Profis? Ist ja auch noch nicht ganz so weit. Hast du immer so gelebt, als würdest du Profi werden? Was waren so die maßgeblichen Punkte innerhalb deiner U23 bis jetzt, die so dein mentales Verhältnis zum Profi werden beeinflusst haben? Ich glaube, jeder, der Conti fährt oder jeder, der so in der U23 ambitioniert fährt, will irgendwie Profi werden. So, also so der Wille ist, glaube ich, ja immer da. Aber so, ich hätte nicht so geglaubt, dass ich das so richtig schaffen kann, würde ich sagen, war im zweiten Jahr, wo es so am Anfang des Jahres relativ gut losging, da bin ich, was
Friesland, Elfsteenrunde, bin ich schon mit vorne angekommen, glaube ich, 10. geworden und dann Olympias Tour, GC, Top 10 gefahren. Und dann das ganze Jahr lief relativ gut und ich glaube, es war so ein bisschen, ja, so Bestätigung, dass ich das auf dem Level auf jeden Fall ja, schon mal gut kann und das noch weitergeht. Und ja, ich wusste, also so in der U23 hat man ja immer noch Potenzial und ich wusste, dass ich auf jeden Fall noch genug Punkte habe, wo ich noch mein Potenzial weiter ausschöpfen kann. So, deswegen, also für mich selber, ja, wurde es wahrscheinlich in dem Jahr so mehr klar, also klarer. Was waren die Punkte, die du da immer im Kopf hattest? Ah, so, ja, Training, also es gibt ja Leute, die fahren ja schon in der 19 so viele Kilometer wie manche Profis und dann auch wahrscheinlich so ein bisschen an dann, ja, Gewicht ist ja auch so eine Sache, also wahrscheinlich, dass man da auch noch so ein bisschen was, so einen Schritt machen kann, so hilft ja in den Bergen schon nochmal weiter, wenn man 2-3 Kilo weniger hat. Paar Dinge, wo man vielleicht noch nicht ans Maximum gegangen ist, so Höhentrainingslager und sowas, also wo man einfach noch ein bisschen Power rauskriegen kann. Dein Training hat ja zumindest bis jetzt, ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist, aber immer dein Vater gemacht. Ne? Ja, immer noch. Also das war... Du bist dabei geblieben. Ja, die Beiträge haben mir das freigestellt, ob ich zum Trainer kommen will oder ob mein Vater mich weiter trainieren möchte. Und da ich mit, dass es mit der Bahn so ein bisschen einfach ist, wenn mein Vater mich trainiert, weil der weiß, was dafür nötig ist, bin ich bei meinem Vater auch geblieben. Mhm. Und bis jetzt funktioniert es ganz gut, würde ich sagen. Und ich mache jedes Jahr so meinen Step von der Power her. Und ich denke, solange man Fortschritte macht, gibt es eigentlich keinen Grund zu wechseln. Aber wie ist das? So ein eigenes, also du kennst, ja gut, ist eine dumme Frage, weil du kennst es halt auch nicht anders, ne? Dadurch, dass Radsport bei euch immer ein Thema war und dein Vater von Anfang an Trainer, ist es halt normal. Deswegen brauche ich gar nicht fragen, wie das so ist, wenn der eigene Vater einen sagt, was man zu tun hat. Ja, aber ich glaube, also es gibt ja viele Väter, die ihre Kinder so am Anfang trainieren, aber bei uns ist es auch so ein bisschen anders. Also mein Vater trainiert auch nicht nur mich und meine Schwester, sondern auch noch, ich glaube, im Moment hat er 14 Fahrer oder so, also schon noch ein paar andere auch. Und der ist jetzt nicht einfach nur ein Vater, der sich so mal 10 Amateurrennen gefahren ist und meint, er hätte also den größten Plan vom Radsport. Also der hat ja schon ein bisschen mehr Background so im Radsport. Und deswegen ist so ein bisschen was anderes. Und ich hätte da sehen, also, oder eigentlich nie, dass ich mit meinem Vater da irgendwie aneinander komme, aneinander gerate wegen des Trainings. Ist eigentlich immer alles entspannt. Weil ich vertraue meinem Vater da. Wenn dann wegen komplett. Was anderem. Ja, ich glaube, dass du so das immer das Gefühl hattest, dass da ein bisschen mehr möglich ist, war wahrscheinlich auch so ein bisschen das Konzept von deinem Vater, ne? Dass er da auf jeden Fall dich nicht zu früh zu sehr fordert, auch, also ich meine, ich habe ja so ein bisschen seiner Trainingsphilosophie in den letzten Jahren auch mitbekommen und scheint ja ganz gut zu funktionieren, hast du ja schon selber gesagt. Deswegen hat mich jetzt auch interessiert, ob der jetzt mit dem Teamwechsel das dabei geblieben ist oder nicht, aber ich wusste auch, dass man den Trainer behalten darf in deiner Mannschaft aktuell. Und dann habe ich es mir schon fast gedacht. Ja, nee, also ich glaube, einige Leute denken immer, dass mein Vater meine Schwester mir mega viel Training reindrückt, aber ich glaube, wenn ich das so manchmal im Vergleich zu anderen Leuten sehe, ist das relativ entspannt. Also der macht jetzt nicht so den Stress und wenn mal irgendwas nicht passt, dann ist das jetzt auch kein Drama. Oder wenn mal das Training eine Viertelstunde kürzer ist. Ja, also ich glaube, das können wir alle bestätigen, dass Vater ganz entspannter, guter Typ ist. erzähl uns mal, wie es jetzt im Endeffekt, man kann natürlich so ein bisschen Vetternwirtschaft unterstellen, aber wie ist jetzt gelaufen mit Lidl Trek? Also beziehungsweise jetzt, Lidl Trek. Deine Tante ist ja weiterhin da auch in einer relativ hohen Position im Frauenprofiteam. Der Kontakt wird schon länger bestehen, denke ich mal. Aber ist ja auf jeden Fall ein super interessantes Team für uns alle, denn in dem Devo-Team von Lidl Trek fahren ja jetzt im Endeffekt tatsächlich drei Deutsche.
Ja, ich habe eigentlich schon länger Kontakt im Team gehabt. Also das kam nach dem, oder im zweiten Jahr 19, hat mein Manager das auf den Weg gebracht und den Kontakt geknüpft mit Markel Irisa, der jetzt auch das Devo-Team leitet. Und der hat mich dann in das Scouting-Programm von denen reingenommen. Das ist so relativ klein gewesen. Ich glaube, wir waren nur so in dem Jahr so 2-3 Fahrer. Und dann war ich dann auch direkt im Januar im ersten Jahr 23 mit denen Trainingslager für ein paar Tage. Da wurde ich auch direkt erstmal auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Ich glaube, das war mehr wie Radrennfahren. Also ich habe selten, oder es gibt Radrennen, die sind auf jeden Fall deutlich leichter als das Training da. Und ja, dann kam das darüber. Und meine Tante wusste tatsächlich auch gar nicht erst Bescheid. Also das war, ich hätte das gar nicht erzählt gehabt, sondern irgendwer vom Team meinte, dann hat ihr das dann erzählt, dass ich ja jetzt beim Team so im Scouting-Programm drin bin. So, also ja, man könnte denken, es war Vetternwirtschaft, aber tatsächlich eigentlich kam das gar nicht darüber. So. Und dann ja, war ich jetzt die ersten 3 Jahre da so im Scouting-Programm drin und dann, wo es letztes Jahr klar war, dass es ein Devo-Team gibt, ja, war es relativ schnell auch klar, dass ich da hingehe. Und erzähl jetzt mal so deine ersten Erfahrungen da draus. So, wann habt ihr euch das erste Mal zusammen getroffen? Wie ist es dort jetzt so im Vergleich zu Leopard? Ist halt deutlich größer als Leopard, also mit dem bei den anderen Teams noch dran, dass da irgendwie die Zimmerliste, das sind irgendwie dann 150 Zimmer oder sowas, die da draufstehen, dann im Dezember im Trainingslager. Das sind so, es ist schwierig, sich alle Namen zu merken, oder möglich eigentlich am Anfang. Aber dafür, dass es so groß ist, echt sehr familiär. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so die Philosophie des Teams, dass sie so relativ familiär auch halten wollen. So, und dass so die Person auch noch was zählt und das nicht so eine Maschinerie ist. So, und nur die Leistungen und die Ergebnisse zählen. So, und das finde ich auch echt gut. Inwieweit seid ihr integriert in das Profiteam? Also habt ihr dann auch gleiche Mechaniker, Physios und so weiter? Also die Mechaniker wechseln schon ab und zu mal, aber wir haben schon auch unsere festen Mechaniker im Devo-Team. Und Physios genauso. Also wir haben schon Physios, die tendenziell eher immer bei uns mitkommen, aber ja, das wechselt schon mal zwischen Frauen, Männern und Devo. Mhm. Und ansonsten ist echt alles zusammen. Also, dass die versuchen das echt so, dass es eine große Gruppe ist. Auch beim Essen war es nicht so, dass die Volto-Fahrer an einem Tisch saßen, die Frauen und dann die Devo-Fahrer, sondern einfach alle mit allen gemixt, so, damit man sich kennenlernt und wirklich ein Team ist. Ja. Wie wird das Rennprogramm bei euch im Devo-Team aussehen? Ist das dann eher so, dass ihr quasi ein kleines UCI Programm fahrt, das ist gar nicht U23, sondern wirklich so normale UCI-Rennen gemixt mit ab und zu mal ein paar World Tour-Fahrern drin? Oder habt ihr auch noch so ein großes U23-Programm? Ja, also wir haben schon ein großes Programm mit dem Devo-Team. Auch schon die ganzen großen U23-Rennen, also so Liege U23 und Baby Giro und Gent-Wevelgem U23. Also alles, eigentlich von allen Rennen, wo es eine U23-Version gibt, fahren wir die U23-Version, würde ich sagen. Aber dadurch, dass die World Tour-Fahrer bei uns jetzt weniger Rennen fahren und mehr sich auf die großen Rennen konzentrieren, haben wir von den Rennen von denen auch ein paar abgekriegt, wo dann vielleicht nur ein oder zwei World Tour-Fahrer mitkommen und wir sonst dann aber nur mit Devo-Fahrern fahren. Das war jetzt auch in Mallorca schon so, wo da waren dann 2 World Tour-Fahrer mit und dann 2 mit dem ganzen Devo-Team da. So, und ja. So wird es das ganze Jahr über aussehen, dass bei einigen Rennen dann irgendwie 1-2 Volto-Fahrer dazukommen und wir sonst mit Devo-Fahrern fahren. Aber es gibt auch Rennen, wo wir dann irgendwie mit 1-2 Devo-Fahrern dann bei den Volto-Fahrern mitfahren, so um schon mal reinzuschnuppern. Okay, weißt du schon, welche das sein werden bei dir? Nee, also ich hoffe, dass ich so zum Ende des Jahres wieder einige Rennen mit den Volto-Fahrern fahren kann, wie ich das letzte Jahr auch gemacht habe als Stagiaire. Das war ganz gut. Und da sind sie auch meistens, ist ja eh meistens immer Not am Mann, weil irgendwelche Leute verletzt sind oder krank oder schon in die Offseason gehen wollen vielleicht. Und sonst war mal im Gespräch, dass ich vielleicht Schädepreis fahre, aber da weiß ich jetzt noch nicht, wie das aussieht.
Sag mal, gib mal eine ungefähre Einschätzung, wie groß dein Selbstbewusstsein jetzt gerade geworden ist nach den drei Rennen. Man muss kurz nochmal ausführen, so diesen, also dritten, siebten und vierten Platz, den du gefahren bist, da wo du Dritter wirst, gewinnt Dylan Groenewegen, Zweiter wird Brian Coquard, du wirst Dritter. Bei dem vierten Platz auf Mallorca ist Gavin Tyson vor dir, auf jeden Fall ist Arnaud Demar hinter dir. Also das lief schon extrem gut. Das hast du dir wahrscheinlich auch selber noch nicht ganz so gut vorgestellt, oder wie das lief? Oh ja, also Valencia vor allen Dingen war schon sehr gut. Also erstmal auf dem Podium stellen im ersten Rennen. Genau. Ich wollte unbedingt so eine Pirelli-Kappe mal aufhaben oder kriegen. Deswegen muss ich direkt aufs Podium fahren. Wie die auch in der Formel 1 immer haben, haben wir auch bei uns im Team. Aber das war echt, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich jetzt direkt aufs Podium fahre. Also ich würde sagen, Top 10 war schon das Ziel auf jeden Fall bei den Rennen immer. Aber ja, das war schon sehr gut. Also ich glaube, für mich selber, ich wusste, dass ich das kann. So, deswegen war das schon auch so, habe ich mir schon so selber das Ziel gesetzt, auch dann irgendwie bei den Rennen da so in die Top 10 zu fahren. So. Aber ja, ist auf jeden Fall fürs Selbstbewusstsein gut. Wenn man bei dem Level schon gut mitfahren kann, dann soll es hoffentlich bei den kleinen Rennen dann noch besser gehen. Was ja, vor allem so früh in der Saison schon, ne? Ja. Ist ja für einen jungen Fahrer auch. Meistens kommt man eher so Mitte des Jahres dann besser in Form, gerade was bei den Profis, wenn es zu den Profirennen geht. Deswegen ja, kannst du da auf jeden Fall Selbstvertrauen mitnehmen, so jetzt für die restlichen 1.1er oder 1.2er oder kleineren Rundfahrten. Und Positionsfahren konntest du ja auch schon vorher, ne? Ja, genau. Das habe ich vorher schon eigentlich immer ganz gut hingekriegt und jetzt ja, hat die Leistung auf jeden Fall auch gestimmt. So. Aber es ist auf jeden Fall gut, wenn man so früh gute Ergebnisse fährt, vor allen Dingen im Jahr, wo man dann ja in die World Tour aufsteigen will. So, das hilft weiter, ja, wenn man klar. Direkt frühzeitig gut ist. So, und schon mal so der Name bei den wichtigen Leuten so im Kopf ist. Hast du dich jetzt im Vergleich zu den anderen Jahren im Winter nochmal anders vorbereiten können? Du hast angesprochen, ihr wart schon zweimal jetzt in einem Trainingslager mit der Mannschaft. Ich glaube, du warst auch dann nochmal mit der Nationalmannschaft auf der Bahn im Winter auf Mallorca. Also du warst gefühlt, warst auch wenig in Deutschland, oder? Ja, ich war eigentlich nicht so viel hier. Ich bin erst Gen 6S gefahren, direkt danach sind wir ins Synchrosphäre da in der Nähe von Denia gefahren, das Höhenhotel mit der Nationalmannschaft und haben da ja, Höhentrainings, also die in den Höhenzimmern geschlafen, so, um uns auf die Nations Cup Saison vorzubereiten. So, das denke ich war schon, also hat sicherlich geholfen. So. Und dann ja, mit dem Team in Spanien, aber ja, also ich war jetzt im Dezember und November war ich schon mehr im Süden. So, da bin ich letztes Jahr noch 6 Tage Rennen gefahren. Ich denke, das war schon so für die Straße, hat das sicherlich geholfen. Und dann im Januar war jetzt auch nochmal ein gutes Trainingslager. Ich fahre jetzt auch nochmal nächste Woche nach Mallorca und dann von da aus nochmal nach Girona mit dem Team. Aber ich denke, ich habe mich gut vorbereitet, aber jetzt nicht deutlich besser als die Jahre zuvor. So, aber ich bin jetzt auch schon viel früher natürlich Rennen gefahren. Also sonst bin ich erst so Ende Februar eingestiegen und jetzt schon Ende Januar. So. In welche Richtung als Fahrertyp willst du dich entwickeln? Ich denke, du hast selber den besten Überblick. Ich denke, weiß nicht, so ein reiner Sprinter bist du ja irgendwie auch nicht. Oder wo gehst du hin in Zukunft? Wo bist du jetzt? Ich glaube, so, wenn ich das so mit anderen Fahrern beschreiben würde, würde ich so, ja, Mats Pedersen ist eigentlich so das, wo ich so hin möchte, so vom Fahrertyp her, der, denke ich, richtig Radrennen fahren kann, also auch bei härteren Rennen richtig gut ist einfach, aber auch im Sprint performen kann oder einfach zu den Besten gehört. Und das ist auch so ein bisschen, wo ich hin möchte. Also ich möchte jetzt nicht nur so reiner Sprinter, glaube ich, werden, sondern auf jeden Fall auch so in die Klassiker-Richtung gehen, weil ich auch einfach gerne, ich mag einfach gerne Radrennen zu fahren, so, und nicht einfach nur zu warten den ganzen Tag und dann zu sprinten. So. Aber du bist ja auch gar nicht
bis jetzt ja auch kein reiner Sprinter, oder? Also ich meine, selbst für das, was du auf der Bahn machst, brauchst du ja auch mehr Skills, als Anführungsstrichen nur sprinten zu können. Und die Rennen, die du ja gefahren bist, auch so eine WM und so, ich finde, da sieht man dann ja schon, dass du mehr als nur ein Sprinter bist. Also jetzt schon. Ja, ich denke auch, also ich glaube, auch so letztes Jahr Zeitfahrer Deutsche Meisterschaft war so, habe ich gezeigt, dass ich auch ein bisschen mehr kann als sprinten. Und ich bin jetzt auch von der reinen Power bin ich jetzt nicht der krasseste. Also ich bin dann eher, dass ich dann am Ende vom Rennen dann einfach vielleicht frischer bin als andere, manche andere irgendwie, wenn es zum Sprint kommt und dann mich effizienter durcharbeiten kann im Finale und dadurch dann noch gute Power habe im Sprint. Was sind deine Peak-Power-Werte? Die sind eigentlich, also so Peak ist so ein bisschen über 1,6, also ist nicht so krass. Aber ich mache halt auch kein Krafttraining, dadurch ist mein Peak nicht so krass. Das ist ja, weil die meisten, also eigentlich alle Sprinter machen ja Krafttraining, dadurch ist die Peak-Power, denke ich, sicherlich nochmal 100, 200 Watt höher, würde ich sagen. Ich bin eher so, dass ich so längere Sprints gut fahren kann. Warum machst du kein Krafttraining? Ja, ist die Philosophie meines Vaters. Also der sagt, dass man auch, dass es auch ohne geht und auch, weil ich niemanden habe, mit dem ich das machen kann. Also oder in der Vergangenheit niemanden hatte, mit dem ich das machen kann oder machen konnte. Einfach. Also ich habe, also mein Vater hat selber nicht Krafttraining gemacht, als er Fahrer war und dadurch, dass ich irgendwie keinen habe, der mir dabei so zur Hand gehen kann und irgendwie auf die Technik achten kann und so, mache ich das nicht. Aber ich denke, so in den nächsten Jahren wäre das sicherlich mal gut, das anzufangen, um auch mal einfach so einen neuen Reiz zu setzen und vielleicht dann ja im Sprint nochmal irgendwie was rauszuholen. Ja, also ich mache es, also ich frage einfach nur, weil ich es interessant finde. Ich mache es selber auch nicht, auch weil mein Trainer glaubt, dass ich es persönlich nicht brauche. Ich bin aber auch in einem anderen Alter unterwegs. Also ich habe das früher nicht gemacht, jetzt mit bald 38. Nur Liegestütze machst du jetzt. Ja, nur Liegestütze mache ich jetzt. Jetzt mit 38 anfangen ist dann halt, keine Ahnung. Wie viel Liegestütze kannst du, Tim? Boah, ich glaube so 50, vielleicht ein paar mehr. Ja, ich schaffe 17. 17? Aber, ja, aber ich bin, aber ehrlich, also ja. Es funktioniert auch so, ich kann auch so schnell Rad fahren. Ja, nee, das ist auch. Aber ich kenne auch Fahrer, die schaffen vielleicht ein oder zwei. So, also Jungs. Ja, siehst du, so. Dann bin ich mit 17. Also da bist du mit 17 eigentlich schon im Mittelfeld. Okay, meine Abschlussfrage ist, was wäre oder würde Tim Thorn-Teutenberg werden, wenn er nicht Radfahren würde? Schwierige Frage. Wahrscheinlich realistisch betrachtet irgendein Beruf im Radsport, weil... Nee, ja. Geh mal weg davon jetzt. Du der musst dir ja was nicht. Anderes aussuchen. Ich meine, das geht doch nicht. Wie soll das funktionieren? Nein, 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 nein. Aber ich habe auch andere... Du kennst die Welt da draußen. Ja, doch, ein, zwei Mal habe ich dich schon kennengelernt. Nee, aber ich glaube, also Architektur finde ich ganz interessant. Und wo es noch nicht so klar war, ob ich Radprofi werden kann oder so in die Richtung gehe oder nicht... Habe ich so überlegt, irgendwie was so Richtung ja, so Ingenieur oder sowas zu werden. Aber ja, auch so ein bisschen Kochen finde ich auch, also so Koch finde ich eigentlich auch ganz cool, aber das weiß ich, dass es mega viel Arbeit ist. Genau. Aber so, ich denke so, irgendwas Technisches. Also in der Schule war ich auch eher so immer so die technische Richtung. Ich hatte auch Mathe, Physik, Leistungskurs, also jetzt irgendwas Kreatives, Sprachliches ist jetzt vielleicht nicht so mein Ding. Ich hätte noch ein, zwei Fragen. Also meistens kommst du ja gut gesättigt schon vom Training nach Hause, weil du irgendwo lecker Kuchen gegessen hast. Ne? Aber wenn du mal keine Kaffeepause gemacht hast, was macht sich Tim Thorn-Teutenberg nach dem Radfahren zu essen? Boah, erstmal einen Shake ziehen. So, je nachdem wie das Training war. Und sonst eigentlich simpel, also irgendwelche Nudeln mit irgendwie ein bisschen Gemüse oder sowas, also jetzt nichts Wildes. So, ich finde Hummus ist immer ganz geil und dann Hummus mit Brot und dann irgendwas dazu, also jetzt nichts, was schnell geht. Okay, und hast du
ich weiß ja gar nicht, ob das bei Bahnfahrern so, da gibt es ja, glaube ich, das noch viel mehr mit so Aufwärmen und so Rituale vorm Rennen. Gibt es da irgendwas, was du vor jedem Rennen machst? Ja, ich glaube, so, man rutscht immer so Routinen rein und dann will man die immer machen, weil die dann irgendwann mal gut funktioniert hat oder das Rennen dann irgendwann gut lief. Ja, ja. Aber ich versuche ab und zu mich mal so da wegzukriegen und so Dinge dann anders zu machen, damit man nicht so abergläubig wird und denkt, ah, das muss ich jetzt machen, um gut zu fahren. Aber so, also ich muss immer vorm Start nochmal, so kurz vorm Start nochmal auf Toilette gehen, so. Irgendwie irgendwo pissen gehen. So, weil ich finde das total scheiße, wenn man mit einem vollen Bauch fährt, so, mit einer vollen Blase. Aber sonst kein Glücksbringer oder sowas dabei? Nee, also auf der Bahn habe ich so, an meinem Sattel habe ich so ein Philly-Pferd. So, das habe ich mir irgendwann immer in der 15, waren wir mal beim BDR-Lehrgang, oder 17, waren wir mal beim BDR-Lehrgang. Und dann hatte ich mit einem Mädchen so, ja, Wette gemacht oder sowas. Und seitdem ist aber irgendwie da dran und das so mein Glücksbringer. So. Okay, das muss ich, also Tim gehört auf jeden Fall zu einer anderen Generation als wir, weil ich muss jetzt googeln, was das ist. Was? Ja, das, ich hätte das auch nie gehabt, so, das war mehr so, wir waren irgendwie, das war so im Supermarkt in der Kasse und dann war man irgendwie so gescherzt und dann seitdem ist das aber irgendwie an meinem Sattel und das ist so mein Glücksbringer, ja. Ja, davon brauchen wir ein Foto. Paul, hast du sowas? Ein Glücksbringer? Eine Routine? Ja, oder irgend sowas, was du vor jedem Rennen machst? Ja, ich habe schon so... Außer Liegestütze jetzt neuerdings. Außer Liegestütze. Ja, nee, ich mach so ein, zwei Aufwärmübungen. Ja. Also die muss ich schon machen. Also ich habe da schon so einen Ablauf morgens vom Rennen auf jeden Fall. Aber ich bin eh so ein krasser, was auch ein Trinkstar angeht, so ein krasser Routinenmensch. Wenn ich die nicht habe, dann das merke ich auch direkt. Dann laufen Dinge nicht so. Ich muss sagen, ich finde es aber eigentlich auch voll gut. Also wenn man so seine, auch so im Trainingslager so seinen Tagesablauf hat, der so immer ähnlich ist, so, dann kann man die Dinge so ein bisschen besser planen. Ich weiß nicht, ob es auch was mit dem Alter zu tun hat. Ich war früher auf jeden Fall auch entspannter, mittlerweile brauche ich das aber. Aber das ist ja im Radsport schon krass verbreitet, so dieser, also so auch so Glücksbringer, Aberglaube. Ich weiß nicht, ob das den anderen Sportlern ist, aber im Radsport normal, auf jeden Fall. Das ist ja, wenn irgendwann mal was, wie Tim sagt. Ja, weil du Radsportler bist, ist das normal. Ja, aber wie Tim sagt, in anderen Sportlern auch. Ja, wenn da irgendwas so funktioniert, Tennis, dann macht man das immer wieder so. Und ja, also ich glaube, das ist echt einfach normal. Nee, weiß ich nicht, ich glaube Radsport ist schon speziell, also gerade so die italienischen Teamkollegen, ja, okay, die waren ja, ja gut, ganz besonders drauf. Die, da, also, ja. Salz verschütten. Ja. Und eine Sache ist, glaube ich, im Radsport auch krass verbreitet, wenn du irgendeinen fragst, welches das beste Rad ist, was er je gefahren hat, dann wird immer das Rad sein, wo er am erfolgreichsten mit war. Mhm. Egal, ob es wirklich gut war oder nicht. Oder? Was war dein bestes Rad, Paul? Immer das, was man aktuell fährt, Andi. Ja, genau. Nee, keine. Also ich bin da ja echt auch mit einfach neutral. Ich kann mich neutral verhalten, aber es gibt halt keine richtig schlechten Räder mehr. Ich glaube, das ist viel. Also ich würde jetzt ohne Scheiß, ob ich jetzt das oder das Rad fahre. Okay, im Gravel macht schon Unterschied. Da habe ich mich schon bewusst für BA entschieden damals, um echt. Also gab ja auch andere Angebote, weil das Dinge konnten, was andere nicht konnten. Aber auf der Straße würde ich fast sagen. Ja, okay, ich war halt nicht ein Sprinter. Wahrscheinlich gibt es ja schon auch Unterschiede, ob das ein schnelles Rad ist oder nicht. Aber ich finde, man merkt da schon den Unterschied. Also so jetzt auch, so wo ich jetzt noch aufs Track umgestiegen bin, so letztes Jahr, das ist schon nochmal schneller als das, was ich davor hatte. Jetzt fliegst du. Jetzt fliege ich. So, jetzt kann ich nichts mehr stoppen. So. Direkt Katapult. Genau. Ja, aber dazu hatte ich eine kurze Frage zu dem Rad. Merkst du hinten, dass das so ausgeschnitten ist? Unter der Sattelstütze. Nee, also man merkt das jetzt nicht, dass das irgendwie. Nee, also es ist jetzt kein anderes Fahrgefühl oder sowas. Also, okay. Das ist nur doof. Jetzt, wenn man bei schlechtem Wetter fährt hier im Winter, dann kommt immer und keine Schutzbleche dran hat, dann kommt immer der ganze Dreck auf die Flaschen. Und dann kann ich eigentlich immer die hintere Flasche kann ich nicht trinken, weil die mega dreckig ist. So. Und Schutzbleche bekommst du wahrscheinlich ans Rad auch nicht ran, ne? Musst du zumachen einfach. Ja, Schutzbleche. So bestimmt, also ich weiß nicht, ob sich die so große darauf rankriegen könnte, dass das helfen würde. Aber ja, ich bin auch einfach, also Schutzbleche sehen dann einfach nicht so geil aus, ne? Und ich war meistens eh immer nur mit einer anderen Person trainieren und dann spare ich mir die immer. So. Also ich habe schon, glaube ich, 3 Jahre jetzt gesagt, oh ja, ich hole mir mal Schutzbleche, aber dann bin ich immer schon so mitten im Winter und denke mir so, ja, mache ich nächstes Jahr. Also wenn du mal welche haben willst,
Ich habe noch einen Satz im Keller, wo ich mir das auch jedes Jahr sage und die stehen da einfach und das sind so Disc-Versionen, Schutzbleche, relativ gute. Also ich wollte jetzt gerade sagen, im Alter wirst du schon noch schlauer, aber Basti hier als sieht einfach zu scheiße aus. Immer noch ohne. Eine letzte Frage. Dehnst du dich? Hast du bewusst dich darauf hingedehnt oder gearbeitet, dass du so tief auf dem Rad liegen kannst? Oder war es einfach, du bist einfach so flexibel? Nee, ich glaube nicht. Ja, das war schon immer die Fitting-Philosophie von Lars. Mhm. Der hat sich automatisch sein Leben lang gedehnt. Direkt, weil immer lang und tief, immer lang und tief ich sitzen. Ich kann da direkt mal aus Physio-Perspektive den Tipp geben, jetzt schon anzufangen, dich in die andere Richtung zu dehnen. Weil das wird in ein paar Jahren ein richtiges Problem werden dann. Mich gerade hinzustellen? Ja, gerade hinzustellen oder zu liegen oder länger zu gehen oder sowas. Ja, das ist, ich müsste mich auch auf jeden Fall Lunge, mehr nehmen. Brustkorb. So, das ist, da bin ich nicht so gut drin. Also so ja. Dehnen und Stabi, da müsste ich mal ein bisschen mehr durchziehen. Das spare ich mir. Das öfters mal. So ein bisschen Restpotenzial brauchst du halt auch noch, damit du weißt, du wirst auch immer noch mal besser. Genau. Aber ganz ehrlich, das hätte ich gedacht, dass du das machst, damit du so auf deinem Rad drauf sitzen kannst, aber natürlich als Kind quasi schon immer so runtergedrückt wurdest wie so ein L. So ja, schon am ersten Fahrrad wurde der Lenker einfach so runtergedreht. Ja, genau. Also, nach vorne. Ja, bei Pucki nicht nach oben, sondern unten. Dann schön mit dem Gesicht auf dem Vorderrad schleifen. Ja. Der Lenker. Ich hatte auch früher mal so ein Laufrad, das hatte schon direkt Doppelscheibe drin und so ganz schmale Reifen. So. Ja, natürlich. Doppelscheibe. Direkt, Doppelscheibe auch guter Titel. Ja. Elf Bar genau. War da drauf. Gut. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wir halten dich vom Training ab. Wir nehmen nämlich heute morgens auf. Was steht heute auf dem Plan? Ja, ich glaube, ich war so 3,5-4 Stunden. Wetter ist heute ja ganz geil. Und ich treffe mich gleich noch mit Leon Ahrens. Und dann ziehe ich mit dem noch eine Runde. Hier, dem. Jawohl. Wenn ich jetzt hier loskomme, ich glaube, ich muss noch mal was essen. Und dann, ja, irgendwie sowas. Danke, dass ich hier sein durfte. So. Gerne. Ja, ey, du. Danke, dass du da warst. Gerne wieder. So, die Erfolge werden reinhageln demnächst und dann immer brandaktuell kannst du dich hier wieder blicken lassen. Okay. Entweder hoffentlich nach meinem ersten Sieg oder nach meinem Profivertrag, wenn es gut läuft. Ersten Profisieg. So. Ja. Genau. Dann können wir schon mal Termin für nächstes Teutenberg für nächstes Jahr veranschlagen. Ne? Und zwischendrin noch Lynn. Genau. Okay, gut. Kommt schon mal gerne vorbei. Danke dir. Dann, Dankeschön. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.